Guten Abend. Ich freue mich, Sie und euch heute Abend im Namen der Frauensolidarität zur Diskussion und Buchpräsentation Epistemische Gewalt, Wissen und Herrschaft in der kolonialen Moderne begrüßen zu dürfen. Die Frauensolidarität ist eine entwicklungspolitische Organisation mit feministischem Fokus auf internationale Zusammenhänge und globale Machtverhältnisse. Wir publizieren dreimal jährlich eine Zeitschrift, organisieren kulturelle und politische Veranstaltungen und betreiben gemeinsam mit Baobab und Öfse die C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik. Die heutige Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Zentrum für Friedensforschung und Friedensbildung statt. Ja, ich bedanke mich bei unseren Fördergebenden, der ADA und der MA57, für die Unterstützung unserer laufenden Arbeit. Ganz besonders bedanke ich mich aber bei Claudia Brunner, die mit dieser wunderbaren Idee auf uns zugekommen ist. Jetzt darf ich Ihnen auch schon unsere Moderatorin Manuela Bortka vorstellen. Sie ist Professorin für Soziologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mit Schwerpunkt Makrosoziologie und Head of School des Global Studies Programm. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Makrosoziologie, historisch vergleichende Soziologie und Weltsystemanalyse, Ungleichheitstheorien, Postkolonialismus, Geschlechtersoziologie, Theorien des sozialen Wandels und Gewaltforschung. Heute möchte ich zwei Ihrer aktuellen Publikationen besonders hervorheben. Zum einen die Monographie Global Inequalities Beyond Occidentalism, erschienen bei Eschke 2015, und Wann war die Dekolonisierung? Denkzettel aus der Karibik, erschienen in Brokla, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. Ja, und gerne möchte ich Ihnen jetzt schon das Wort übergeben, Manuela Popke. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren und spannenden Abend. Ja, vielen Dank auch von mir und herzlich willkommen allerseits. Das ist sehr schön, dass wir trotz Zoom-Verdrossenheit so viele hier begrüßen dürfen. Also Zoom-Verdrossenheit führt nicht zu Politikverdrossenheit, zumindest nicht im Hinblick darauf, epistemische Gewalt zu besprechen. Es ist mir eine sehr, sehr große Freude, dass ich diesen heutigen Abend moderieren darf, dass die Buchpräsentation von Claudia Brunner auch so viele hier anziehen kann, unter anderem wegen Corona auf virtuellem Raum. Wie sie gerade auch sagte, da wären wahrscheinlich so viele an einem Ort nicht zusammengekommen, aber so kommen wir virtuell zusammen. Wir haben diesen Abend zusammen mit der Veranstalterin Frauensolidarität und mit Claudia Brunner und Aram Ziyai so geplant, dass wir zunächst einen Vortrag von Claudia Brunner zu ihrem Buch Epistemische Gewalt, Wissen und Herrschaft in der kolonialen Moderne hören werden, etwa eine halbe Stunde. Dann einen kurzen Kommentar mit Fragen und kritischen Anmerkungen von Aram Ziyai hören werden und wir dann in die Diskussion einsteigen können. Wir haben genug Zeit eingeplant, sodass alle, die mitmachen wollen und mitmachen können, auch eine Frage loswerden können. Deshalb würden wir erstmal so anfangen, dass ich Autorin und Kommentator kurz vorstelle, sehr kurz, und wir dann auch schon gleich einsteigen. Zunächst zu unserem Kommentator. Aram Ziyai ist Professor für Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien an der Uni Kassel. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik, postkoloniale und Post-Development-Ansätze und Global Economic Governance. Von seinen zahlreichen Veröffentlichungen ist Ihnen vielleicht bekannt das Buch von 2016, Development Discourse and Global History, From Colonialism to the Sustainable Development Goals, bei Routledge erschienen. Oder auch 2016 das für mich wegweisende Herausgeberbuch Postkoloniale Politikwissenschaft, Theoretische und empirische Zugänge. Auch wird demnächst, sehr bald, glaube ich, auch ein anderer Herausgeberband von ihm erscheinen, mitherausgegeben mit Daniel Bendix und Franziska Müller, Beyond the Master's Tools, Decolonizing Knowledge Orders, Research Methods and Teaching. Sodass wir damit auch schon eine sehr schöne
Gegenposition, nicht als Antiposition, sondern Gegenpart zu dem, was uns Claudia Brunner vorstellen wird, haben werden in den Kommentaren von Aram. Nun zum Star des heutigen Abends, zu Claudia Brunner selbst. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und seit Februar diesen Jahres, also ganz frisch, assoziierte Professorin am Zentrum für Friedensforschung und Friedensbildung der Universität Klagenfurt. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen kritische Friedens- und Konfliktforschung, Gewalt und Gewaltfreiheit, feministische Theorie und Gender Studies, post- und dekoloniale Theorie, soziale Epistemologie und Wissenschaftskritik. Ich nehme an, viele, die heute hier sind, sind auch deswegen da, weil sie bereits einige ihrer Arbeiten kennen. Sie hat einiges bereits zum Zusammenhang von Wissenschaft und Wissen und Gewalt vorgelegt, hat dafür auch mehrere Preise bekommen, unter anderem den Christiane Rajewski-Preis sowie den Caroline von Humboldt-Preis. Und ihre Arbeit wurde bis vor kurzem im Rahmen des Elise-Richter-Exzellenzprogramms des Österreichischen Wissenschaftsfonds gefördert. Zu anderen Publikationen werde ich erstmal nichts sagen. Wir können vielleicht mal die Verbindungslinien zwischen Inhalten und Titeln anderer Veröffentlichungen von ihr in der Diskussion mal aufgreifen. Aber nur ganz kurz, dass die epistemische Gewalt bereits in ihrem Buch von 2011 vorkam im Untertitel. Der Titel war Wissensobjekt Selbstmordattentat, epistemische Gewalt und okzidentalistische Selbstvergewisserung in der Terrorismusforschung als Untertitel. Das heißt, wir sehen bereits eine Kontinuität in den Arbeiten von Claudia Brunner und ich freue mich sehr darauf, mehr von den Inhalten des heutigen Buches zu erfahren in dem Vortrag, den Claudia uns für heute vorbereitet hat. Zu epistemischer Gewalt, Wissen und Herrschaft in der kolonialen Moderne. Ich wünsche uns allen eine spannende Diskussion und erstmal eine vergnügliche Vortragsphase. Danke, Dani, danke, Manuela. Ich hoffe, ich kann auch ein bisschen Entertainment-Vergnügen anbieten. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten der Frauensoli, bei Aram und Manuela fürs Mitwirken, bei vielen Wegbegleiterinnen, die heute mit hier sind im virtuellen Raum. Und bei den vielen, vielen, die gekommen sind, ohne dass wir einander schon begegnet sind. Viele Menschen aus vielen verschiedenen Kontexten hören heute zu und diskutieren mit mir und mit uns. Und das zeigt auch diesen Weg, diesen Prozess, der dann zu diesem Produkt geführt hat, einer Habilitation und letztlich eines Buches. Und ich stehe jetzt heute als Vortragende allein da und als Autorin allein da, bin natürlich auch für Kritik letztlich zuständig. Aber ich möchte sagen, das ist wirklich ein langer, intensiver Prozess mit vielen Menschen gewesen und ist es immer noch. Und ich bedanke mich bei allen, die diesen Moment heute mit mir teilen. Um die Präsentation ein wenig anschaulicher zu machen, möchte ich jetzt meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. Gut. Die zentrale Frage, die mich geleitet hat, Manuela hat schon erwähnt, vom Untertitel in den Haupttitel mit epistemischer Gewalt zu verfahren, ist eigentlich: Was steckt hinter diesem Begriff? Wie können wir ihn besser verstehen? Wie können wir ihn stärken und ihn nicht einfach nur verwenden, sondern weitertragen und für andere Bereiche anschlussfähig machen? Roland Barth hat einmal vor vielen Jahrzehnten geschrieben, wenn man sich mit Gewalt beschäftigt, braucht man einen Schlüssel, muss man einen Schlüssel wählen. Ich habe mich viele Jahre mit Gewalt beschäftigt und habe offenbar unbewusst schon früh den Schlüssel des Wissens gewählt. Und ich denke, das Konzept epistemische Gewalt, das ja bei Weitem nicht ich erfunden habe, sondern das ich versuche zu verdichten und zu stärken, ist ein Schlüssel, der uns hier sehr hilfreich sein kann. Es gehen mit meiner Arbeit 4 Annahmen einher. Erstens, dass eurozentrische Gesellschaftstheorien eigentlich nur unzureichend geeignet sind, das Verhältnis von Wissen und Gewalt insbesondere in einem globalen Kontext zu theoretisieren und verständlich zu machen. Zweitens denke ich, dass es nützt, sich einen Begriff von etwas zu machen, um einer Leerstelle zu begegnen, die ich und andere ausgemacht haben, nämlich einerseits, dass sozialwissenschaftliche Theorien, ich komme aus der Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung, wenig, ich sag mal, wissenschaftlich-epistemische Selbstreflexion haben oder nur in den Rändern. Und diese Debatten, die sich intensiv mit epistemischer Gewalt und dieser Reflexion im globalen Kontext beschäftigen, nur unzureichend mit den anderen Debatten
verschränkt sind. Ich denke, mit diesem Begriff epistemische Gewalt können wir jene Felder, die sich mit direkter physischer und anderer Gewalt im politischen Kontext beschäftigen, einerseits und andererseits post- und dekoloniale feministische Debatten, die auch diese Wissensdimension intensiv bearbeiten, gut zusammenführen und füreinander produktiv machen. Ich denke auch, dass ein Konzept epistemische Gewalt, zu dem ich etwas beitragen möchte, nützlich ist, um einer Partikularisierung von Erklärungsweisen entgegenzuwirken, die ich in den Sozialwissenschaften wahrnehme. Also man krallt sich an einem Gewaltbegriff fest oder definiert ihn vielleicht gar nicht weiter, weil sowieso implizit direkte physische drunter verstanden wird und macht das dann oft zu einer universalisierenden Erklärungsweise unter Aussparung vieler anderer Gewaltformen. Und ich denke, epistemische Gewalt kann ein Verbindungsglied, ein Scharnier, eine Schnittstelle, etwas sein, das viele unterschiedliche Gewaltformen und Konzepte miteinander verbindet. Und viertens, das ist jetzt nicht nur ein analytisches, sondern auch ein explizit politisches Erkenntnisinteresse, hoffe ich, dass meine Arbeit sowie auch andere Arbeiten zu epistemischer Gewalt einen kleinen Beitrag zu dem leisten können, was aktuell als die Dekolonisierung von Wissen, Macht und vielleicht auch von Sein verhandelt wird. Wie bin ich dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen? Also meine wissenschaftliche Sozialisation hat in Politik, Wissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung stattgefunden einerseits. Andererseits war sie auch sehr stark feministisch geprägt und von Fragen nach Wissen und Dominanz und Herrschaft. Und dieser Begriff von Spivak, der fast allen hier wahrscheinlich bekannt ist, epistemischer Gewalt, ist mir schon sehr früh untergekommen an dieser Schnittstelle. Und ich habe mich immer gefragt, ja, was ist das jetzt eigentlich jenseits dieses Texts? Wenn von epistemischer Gewalt gesprochen wird, wird oft Spivak zitiert, nachdem man sich mühsam durch den Text durchgearbeitet hat, der sehr produktiv ist, aber auch nicht ganz leicht zugänglich. Aber wie kann man ihn vielleicht noch besser dichter anders verstehen und vielleicht auch noch woanders hintransportieren? Das war die Grundidee und die ist letztlich zu einem Buch geworden, in dem ich ein Kapitel der Frage widme, warum und wieso wir Gewalt weiterdenken müssen. Ich gehe dann näher darauf ein, indem ich das Konzept der Kolonialität von Macht, Wissen und Sein aus der dekolonialen Debatte also einführe für meinen Kontext, weil in Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung das noch relativ unbekannt ist im Vergleich zu anderen Disziplinen. Ich habe ein Kapitel erarbeitet, in dem ich unterschiedlichste Zugänge zu epistemischer Gewalt zusammenführe. Und auf dieser Basis, dieser Sammlung und Verdichtung und Durchdringung unterschiedlicher Zugänge, habe ich mir andere weite Gewaltkonzepte näher angesehen, die ich sehr produktiv finde und die sich auch mit der Dimension des Wissens beschäftigen, allerdings nicht in der Art und Weise, wie Zugänge zu epistemischer Gewalt das tun. Und letztlich habe ich versucht, Konturierungen eines Konzepts epistemischer Gewalt zu entwerfen, zu verdichten aus dieser Zusammenschau unterschiedlicher Wissenstraditionen. Warum sollen wir Gewalt weiterdenken und was bedeutet das? Gewalt weiterdenken bedeutet für mich in einem zweifachen Sinn, sie weiterzudenken, nämlich einerseits weiterdenken in eine Zukunft. Ich denke, Sozialwissenschaft darf sich nicht zufrieden geben mit bestehenden Konzepten, sondern muss immer weiter an ihnen arbeiten, auch die nützlichen hin und wieder einer Relektüre unterziehen. Und Gewalt muss weiter gedacht werden. Das deuten auch die Lehrräume an, weil gerade in dem Feld, in dem ich verortet bin, sich implizit und auch explizit meiner Wahrnehmung nach ein enger Gewaltbegriff, der auf direkte physische Gewalt fokussiert, immer wieder durchsetzt, oft auch unausgesprochen. Der deutsche Begriff Gewalt eignet sich natürlich hervorragend, das zu tun, weil in ihm diese beiden Dimensionen von Gewalt, die in romanischen oder auch in der englischen Sprache vermeintlich sauber voneinander zu trennen sind, ineinander verschränkt sind. Also Violence, Violentia auf der einen Seite, die Ordnungszerstörung, und Power, Potestas auf der anderen Seite, die Ordnungsbegründung, sind im deutschen Begriff ineinander verschränkt. Und ich denke, das ist ein sehr produktiver Ausgangspunkt einer Ambiguität, also einer Uneindeutigkeit, aber auch einer Ambivalenz, die ja letztlich auch den politischen Phänomenen und Debatten inhärent ist, wenn es um Gewalt geht. Also Gewaltdiskussionen sind selten so eindeutig, wie sie vermeinen zu sein oder sein wollen. Und mir liegt sehr daran, vor allem in den Feldern, in denen ich unterwegs bin, dazu beizutragen, dass Gewalt nicht nur als Ereignis verstanden wird, sondern als Prozess und als Verhältnis. Wie bin ich herangegangen?
Edward Said hat in Culture and Imperialism 1993 von kontrapunktischen Lektüren gesprochen. Ich denke, der Begriff umfasst das ganz gut, beschreibt ganz gut, was ich gemacht habe, nämlich ausgehend von epistemischer Gewalt, von diesem Begriff nach Spivak und vielen anderen, andere Gewaltkonzepte in Beziehung zu setzen, um diese wechselseitigen Leerstellen bearbeiten zu können. Das sind insbesondere Johann Galtung, für die Friedensforschung sehr wichtig mit struktureller, kultureller Gewalt, aber auch Pierre Bourdieu, der dort kaum rezipiert wird mit symbolischer Gewalt, und Judith Butler mit normativer Gewalt. Die Frage ist nun aber, warum muss Wissen überhaupt dekolonisiert werden, wie ich eingangs gesagt habe, dass das ja ein Beitrag dazu sein soll, und wie können weite Gewaltbegriffe zu dieser sogenannten Dekolonisierung überhaupt beitragen? Und um das verständlich zu machen, diskutiere ich in einem zweiten Kapitel des Buches dieses Begriffspaar Modernität, Kolonialität, das vielen hier auch vertraut ist. Ich werde es kurz anreißen, nicht in die Tiefe gehen, weil es für manche vielleicht doch auch neu ist, und habe dafür eine Folie gebastelt, die das hoffentlich erklärt. In den klassischen Mainstream-sozialwissenschaftlichen Herangehensweisen gehen wir davon aus, dass wir uns in der Moderne befinden. Diese Moderne ist konnotiert mit Dimensionen und Vorstellungen von Vernunft, Fortschritt, Aufklärung, Entwicklung, Demokratie und nicht zuletzt auch Wissen und Wissenschaft. Und da ist immer mit drin verpackt eine zivilisatorische Überlegenheit, die dieser Sphäre zugeschrieben wird und dieser Gegenwart. In meinem Zusammenhang, meines Erkenntnisinteresses, ist spannend, darüber nachzudenken, inwiefern dieses Verständnis unserer Gegenwart, sowohl der politischen als auch der wissenschaftstheoretischen, verschränkt ist mit Vorstellungen über Gewalt und Gewaltlosigkeit, was wo ist, was bei wem liegt und was wie überwunden oder verstärkt werden kann. Gewaltlosigkeit, Gewaltfreiheit und auch Gewaltüberwindung sind sehr stark mit dieser Idee von Moderne, von Modernität verschränkt. Insbesondere die dekoloniale Debatte, die in Lateinamerika sehr stark geführt wurde und wird, sagt, wir müssen auf die Unterseite schauen. Es gibt nicht nur diese Moderne, diese Modernität, sondern da ist eine Kolonialität an dieser Unterseite verborgen, die nicht ausreichend wahrgenommen wird. Und das ist jetzt kein PowerPoint-Unfall, sondern auch ein bisschen Absicht, weil es darum geht, diese Kolonialität erst lesen zu lernen und entziffern zu lernen. Diese Kolonialität, dieses Konzept, Autoren habe ich einige angeführt, unterteilt sich in drei Aspekte: die Kolonialität der Macht, des Wissens und des Seins. Sie hat also eine soziale Dimension, eine epistemische Dimension und auch eine ontologische Dimension. Und das Argument dieser Theorietradition ist, dass diese Kolonialität, diese Kolonialität an der Unterseite der Moderne massiv befestigt ist und hervorgebracht wird von einem epistemischen Rassismus und Sexismus. Und dass der die Grundlage dafür ist, wie die Welt heute aussieht. Das ist sozusagen Santos nennt es einen Abgrund über die Welt zieht, entlang dessen die menschlichen und natürlichen Ressourcen organisiert werden. Und der erklärt, wie es zum heutigen sogenannten Weltsystem gekommen ist und dass diese Frage der Kolonialität eine ist, die uns auf der ganzen Welt angeht, natürlich nicht in gleichem Ausmaße, aber es ist doch ein Erklärungsrahmen, der ein ganz anderes Gewaltverständnis braucht und auch fördert. Dass das nicht nur eine abstrakte Theorie ist, sondern mit ganz konkreten politischen Prozessen verbunden ist und mit gewaltförmigen Prozessen, zeigt insbesondere ein Aufsatz von Gros Fauguel, der von 4 parallelen Genoziden, Epistemiziden spricht. Also das tun auch andere, aber das ist jetzt so mein Referenztext dafür, um das zu erklären. Viele Autorinnen aus dieser Denktradition zeigen oder sprechen von einem sogenannten langen 16. Jahrhundert und zeigen, dass diese 4 Vernichtungsprozesse relativ zeitlich parallel und ineinander verschränkt gleichzeitig stattgefunden haben. Von der spanischen Reconquista auf der Iberischen Halbinsel mit der Vertreibung von Juden, Jüdinnen und Musliminnen, Zwangskonversion und auch Gewaltanwendung, über die Unterwerfung und Ausbeutung der indigenen Bevölkerungen in den Amerikas bis zur massenhaften Versklavung und Verschleppung von schwarzen Menschen aus Afrika und worauf Feministinnen hinweisen,
mit den parallel stattfindenden Prozessen der sogenannten Hexenverfolgung, wo bestimmte marginalisierte Frauen, nicht nur Frauen, aber überwiegend in Europa verfolgt und vernichtet wurden. Und hier in den Bildern, die ich eingefügt habe, sind sozusagen die zentralen Kategorien sichtbar gemacht, entlang derer die jeweiligen Vernichtungsprozesse auch argumentiert wurden. Also von einer theologisch begründeten Rasa, der sogenannten Blutreinheit, über die Frage, haben die Indigenen überhaupt eine Seele, sind es Menschen oder nicht? Können wir sie umbringen und unterwerfen oder dürfen wir sie, können sie konvertieren, können wir sie zwangskonvertieren? Bis hin zu einem mehr und mehr biologistischen Konzept von Race und natürlich bei Europa und den sogenannten Hexenverfolgungen ganz stark auch die Frage nach der Sexualität. Allerdings nicht nur, also wie vor allem Silvia Federici herausarbeitet, geht es da nicht nur um Sexualität und Wissen um Reproduktion und Heilung, sondern vor allem auch um beginnenden Widerstand gegen eine sich durchsetzende kapitalistische Arbeitsweise, gegen den Frondienst und auch gegen den Waffendienst. Also alle diese Prozesse sind eng miteinander verschränkt, haben relativ gleichzeitig stattgefunden und sind eben auf Basis dieses epistemischen und nicht nur, wie zu sehen ist, aber auch epistemischen Rassismus und Sexismus durchführbar geworden. Also diese Theorietradition zeigt, wie eng die Entwicklung unseres Wissens hin zu den sogenannten modernen Wissenschaften verwoben ist mit Kolonialismus, mit der kolonialen Expansion, die schließlich weltweit, so gut wie weltweit, die Welt durchdrungen hat und dass dieses Wissen sehr viel zu tun hat mit Gewalt und mit Vernichtung und mit den Ausbeutungsprozessen der jeweiligen Regionen und vor allem intensiv in dieser Epoche. Eine fünfte Dimension wird noch von Feministinnen dazu gefügt, nämlich dass in diesen Prozessen auch eine radikale Transformation unseres Naturverständnisses stattgefunden hat auf globaler Ebene. Das sind vor allem Carolyn Merchant und Maria Mies oder auch Silvia Federici, die das in einen Zusammenhang setzen. Und ich denke, das ist sehr produktiv auch mitzudenken, auch wenn wir über die heutige Frage von Klimawandel, Ressourcenausbeutung und antikapitalistischer Kritik und so weiter sprechen. Also diese Vernichtungsprozesse sind immer auch Wissensvernichtungsprozesse gewesen und Wissensdurchsetzungsprozesse. Und diese lange Geschichte mit zu betrachten, erachte ich als überzeugend und vor allem als überzeugender, als bei 1789 und der Französischen Revolution anzusetzen, um die Moderne und den Aufschritt und die Wissenschaft und so weiter zu erklären. In dieser Theorietradition wäre das paradigmatische Datum 1492, nämlich die sogenannte Expedition oder wie war der Schönsprech? Ja, der Kolumbus, der Seefahrer, wird auch immer noch verniedlicht. Also eigentlich ein Söldner im Dienst der spanischen Krone, der massiv an diesen Prozessen auch beteiligt war. Also von 1789 zurückzublicken, nochmal 300 Jahre oder insgesamt 500 Jahre, auf diesen Beginn des heute weltweit durchgesetzten Weltsystems auf Basis von Kolonialismus. Also das Argument ist, dass in Europa das kapitalistische Weltsystem überhaupt nicht sich entfalten hätte können und Europa sich überhaupt nicht zum Zentrum der Welt machen hätte können, hätte es nicht vorher massiv Ressourcen angeeignet in den Kolonien und auch seine Wissenssysteme allmählich in diese Richtung entwickelt, die es dann zum Zentrum, vermeintlichen Zentrum der Welt gemacht haben. Also in diesem Kapitel geht es so um diese Kolonialität von Macht, Wissen und Sein, um die Darstellung, dass die Wissensproduktion mit diesen Vernichtungsprozessen zusammenhängt. Das ist sozusagen meine eigene metatheoretische Positionierung, die ich hier dargelegt habe, um dann ausführlicher darauf einzugehen, wer hat sich eigentlich schon wie Gedanken über epistemische Gewalt gemacht, sei es vom Hintergrund dieser kolonialen Moderne oder auch vor anderen Hintergründen. Und es begann eine Phase des wilden Recherchierens und Sammelns. Ich war da sehr interdisziplinär unterwegs, notwendigerweise, weil das eine sehr weit verstreute Debatte ist. Und ich habe drei verschiedene Debattenstränge herauskristallisiert. Begonnen habe ich mit der Friedens- und Konfliktforschung, die sehr marginal sich nur dieser Frage widmet. Also
die wenigen, wirklich eine Handvoll Beiträge, die ich gefunden habe, die sich explizit mit epistemischer Gewalt beschäftigen, sprechen von einem ungleichen Spielfeld, von Dialogdefizit, von mentalen Mauern, die individuell überwindbar seien, sehen das Problem in der Monodisziplin der Wissenschaften und kommen da eigentlich nicht sehr weit im Sinne dessen, was ich denke, dass epistemische Gewalt im Anschluss an andere Autorinnen zu leisten vermag. Ein viel reicheres Erbe an einer wissenschaftlichen Selbstreflexion und an dieser Durchdringung der Zusammenhänge zwischen Wissen und Politik und auch im globalen Kontext hat die feministische Debatte, die auch eng mit der post- und dekolonialen, vor allem der postkolonialen Debatte verbunden ist, insbesondere über Gayatri Spivak, die mit diesem berühmt gewordenen, kanonisierten Text »Can the Subaltern Speak?« »Kann die Subalterne sprechen?« den Begriff von Foucault sehr prominent gesetzt hat und von dort aus findet die hauptsächliche Rezeption statt. Hier geht es vor allem um Zusammenhänge zwischen Sprechen, Schweigen, Hören und Gehörtwerden im Kontext von Sexualisierung und Rassifizierung. Es geht bei anderen Autorinnen um Wissenssysteme, um sehr resiliente Wissenssysteme. Christy Dodson spricht zum Beispiel von drei Ordnungen von Wissenssystemen, wie resilient die sein können, also wie widerständig gegen Veränderungen und wie problematisch. Sabine Haag hat einen wunderbar inspirierenden Aufsatz geschrieben, eine Kafka-Relektüre, wo es um Odysseus geht. Vielleicht erinnern sich einige aus dieser Mythologie, also Odysseus verschließt sich ja angeblich die Ohren mit Wachs, um den Gesang der Sirenen nicht zu hören. Und Sabine Haag sagt, ja, was ist, wenn die Sirenen eigentlich geschwiegen haben und dieses Schweigen für ihn nicht auszuhalten war und dieses Schweigen möglicherweise viel Unrecht und Gewalt impliziert, das eigentlich für den Helden nicht auszuhalten war. Da gibt es ganz kreative und vielfältige Beiträge. Es war war sehr produktiv, sich damit zu beschäftigen. Andere Autorinnen wie Pinto rücken diese Verbindung von Leib und Sprache sehr stark in den Vordergrund, so gut wie alle arbeiten intersektional an der Kategorisierung von Sex, Race und Class sich ab. Und eine besondere Stimme möchte ich noch erwähnen, Vandana Shiva, die auch die Dimension des Militärs im Kontext von Kolonialismus und Kapitalismus ganz deutlich in den Begriffshorizont epistemischer Gewalt rückt. Das dritte Feld habe ich als post- und dekoloniale Perspektiven benannt. Sie sehen schon, das ist nicht disziplinär eindeutig zu verorten, sondern alle sind in sich schon multidisziplinär und sehr heterogen. Und bei post- und dekolonialen Perspektiven geht es vor allem darum, diese globale Dimension von 500 Jahren Geschichte und Kolonialismus und den Vorbedingungen des kapitalistischen Weltsystems herauszuarbeiten im Zusammenhang mit Eurozentrismus und Okzidentalismus. Das ist vielleicht ein Begriff, der nicht so ganz geläufig ist. Also Okzidentalismus bedeutet nicht das Gegenteil von Orientalismus, also nicht der Westen in den Augen seiner Feinde, wie Autoren das auch nennen. Das ist eine Perspektive, die ich nicht produktiv finde, sondern im Sinne von Fernando Coronil die Praxis, die Welt in klar unterscheidbare Einheiten einzuteilen, deren Relationalität voneinander abzukappen, eine Hierarchisierung einzuführen, diese Hierarchisierung zu naturalisieren und letztlich mit diesem Wissenssystem auch eine Grundlage zu haben für Herrschaft. Also die Kategorie des Wissens ist in diesen post- und dekolonialen Perspektiven sehr zentral und auch sehr konkret verbunden mit dem, was andere Autoren Geo- und Körperpolitik nennen. Ein noch stärkerer Begriff von Santos ist etwa der des Epistemizids, der kam von einer anderen Folie schon vor, also der verbindet in Anlehnung an Genozid diese Dimension, dass die Vernichtung von Wissen immer auch Vernichtung von menschlichem Leben und auch von nichtmenschlichem Leben ist. Und auch den Begriff der epistemischen Monokultur finde ich sehr spannend, weil der letztlich auch darauf hinweist, wo wir uns als Wissensproduzentinnen, also ich sage jetzt uns, weil ich denke, dass viele Kolleginnen hier heute dabei sind, weil wir uns in dieser epistemischen Monokultur letztlich auch bewegen. Ich werde dann noch später zum Begriff des epistemischen Territoriums der Moderne kommen. Also es ist jetzt nicht determiniert, aber es ist sozusagen schwer möglich oder nicht möglich, sich außerhalb dieser Monokultur langfristig zu bewegen. Diese Sammlung, da möchte ich noch was hinzufügen. Diese Grafiken, die Sie hier sehen, sind aus PowerPoint-Vorlagen. Das ist ja schon eine Art und Weise, unser Wissen zu gestalten,
das ein bisschen vorgegeben ist und somit auch nichts zu tun hat mit epistemischer Gewalt, aber in anderer Dimension. Ich fand das aber sehr treffend, um mein eigenes sozialwissenschaftliches sozusagen Begehren damit auch mit zu beschreiben. Also man versucht, Begriffe zu finden, zu sammeln und hat die Hoffnung, dass am Ende das rauskommt, was man sich verspricht. Das funktioniert natürlich nicht so eindeutig und linear, aber deswegen auch dieses gewählte Bild des Trichters im Versuch der Verdichtung hin zu einem Begriff epistemischer Gewalt, der mehr zitiert und mehr im Hintergrund hat als nur diesen einen Text, der sehr weit verbreitet ist. Vor diesem Hintergrund dieser intensiven Sammlung habe ich mich dann an andere weite Gewaltkonzepte gemacht, die mir schon besser vertraut waren, die in den Sozialwissenschaften durchaus diskutiert werden, aber mehr oder weniger auch am Rande. Kommt darauf an, wo man steht, von wo aus man blickt natürlich, aber also für die Friedens- und Konfliktforschung ist strukturelle Gewalt einmal ganz wichtig gewesen, ist inzwischen ein bisschen ein No-Go und wird auch heftig abgelehnt. Symbolische Gewalt kommt dort kaum vor. Normative und symbolische Gewalt werden insbesondere, und auch strukturelle Gewalt werden insbesondere in der feministischen Debatte intensiv weiterentwickelt. Aber in den jeweiligen Mainstreams der sozialwissenschaftlichen Kerndisziplinen scheint mir doch, dass die Konzepte eher randständig sind. Ich finde es aber sehr produktiv, sich dieser Konzepte wieder anzunehmen, sie einer Relektüre zu unterziehen und dann ja, in Kombination miteinander insgesamt für diese Erweiterung der Gewaltbegriffe einzutreten. Das war sozusagen mein Anliegen jenseits der reinen Fokussierung auf epistemischer Gewalt und des Versuchs, diese beiden Felder miteinander zu verschränken. Ich habe mich also dieser drei großen Namen angenommen oder der vier Konzepte von drei AutorInnen und versucht, dort herauszuarbeiten, wie diese AutorInnen die Dimension des Epistemischen verhandeln und was das mit ihren Wissensbegriffen zu tun hat, inwiefern es für sie nützlich ist oder auch nicht. Bei Galton kennen einige von Ihnen wahrscheinlich dieses Dreieck, womit er den Zusammenhang zwischen struktureller, kultureller und direkter physischer Gewalt beschreibt. Also für ihn ist ganz wichtig die Relationalität und die Prozesshaftigkeit von Gewaltverhältnissen, was ein wichtiger Aspekt ist. Galton ist, also muss noch vorausschicken, alle drei AutorInnen haben mir einiges abgerungen. Mit allen habe ich einigermaßen gekämpft und das aus ganz verschiedenen Gründen. Mit Galton habe ich deswegen gekämpft, weil er für mich in einer feministischen Politikwissenschaftssozialisierung wichtig war mit struktureller Gewalt. Aber sich durch sein Werk durchzuarbeiten, ist auch einigermaßen anstrengend. Nicht nur, weil es sehr lang und umfangreich ist, sondern weil je länger und je mehr man liest, man auch den Eurozentrismus sehr, sehr stark merkt in diesem Werk und sich eigentlich viele Widersprüche auftun. Und man kann in seinem Werk einen über Jahrzehnte sich erstreckenden Schwenk von einer Imperialismuskritik hin zu einer Kulturalisierung von gesellschaftlichen und internationalen Zusammenhängen beobachten. Und obwohl er westliches Wissen als problematisch im Kontext von Gewaltverhältnissen sehr deutlich herausarbeitet, schwankt er immer wieder in Richtung einer, ich sage jetzt mal eher Huntingtonschen Lesart vom Clash of Civilizations, dem Kampf der Kulturen. Also er hat da sehr klare Vorstellungen von Kulturalisierung, die eigentlich je später für mich immer je problematischer werden. Er spricht auch von Kosmologien und von Imperialität in gewisser Weise, aber immer mit einem Unterton, der aus einer postkolonial, dekolonial und feministischen Perspektive herausfordernd bis problematisch ist. Trotzdem, denke ich, dürfen diese Gewaltbegriffe nicht verabschiedet werden, sondern müssten wiederbelebt und neu gelesen werden. Mit Pierre Bourdieu habe ich aus anderem Grunde gerungen, nämlich weil, wie ich kurz erwähnt habe, dem Buch Produkt der Prozess einer Habilitation vorausgeht. Und es ist natürlich ein Prozess, in dem man Teile dessen, was Bourdieu mit symbolischer Gewalt beschreibt, am eigenen Leibe durchlebt, nämlich die symbolische Gewalt im Bildungs- und Wissenschaftssystem. Bourdieu fragt eigentlich nicht danach, wie Veränderungen zustande kommen über symbolische Gewalt, sondern wie diese Hartnäckigkeit von Herrschaftssystemen funktioniert. Und dafür ist dieses Konzept symbolischer Gewalt
sehr, sehr wichtig. Ich habe das anhand von einigen, also ich habe auch sein Werk durchforstet und habe das verdichtet auf einige zentrale Ebenen. Also er spricht sehr viel über Sprache bei symbolischer Gewalt und hat einen völlig unterschiedlichen Zugang in sprachtheoretischer Hinsicht, die er eher auf dem französischen Territorium abhandelt. Und im Vergleich zur Körpersprache, da ist sein Essay Die männliche Herrschaft ganz wichtig dafür. Und da kann man sehr gut zeigen, wie er mit völlig unterschiedlichem Maß Sprache, Sprachlichkeit und Körpersprache entlang eines Nord-Süd- oder Nationalstaat-Kolonie-Verhältnisses ausbuchstabiert. Eher unbewusst als bewusst, scheint mir. Bei ihm ist total spannend, dass er ja in den 50er Jahren selbst in Algerien war, als Wissenschaftler, aber immerhin auch als Angehöriger des Militärs, und wiewohl er den Kolonialismus stark kritisiert hat und auch deswegen dorthin geschickt wurde, offensichtlich, hat diese Theoriebildung, die er in den 50er, 60er Jahren in Algerien begonnen hat, auf sein späteres Werk so gut wie keinen Einfluss genommen, beziehungsweise keinen expliziten. Das ist besonders auffällig, wenn er symbolische Gewalt im Kontext von Staat und Staatlichkeit und dem symbolischen und dem staatlichen Gewaltmonopol diskutiert. Ein anderer Aspekt ist noch das habe ich schon erwähnt, also Bildungssystem einerseits, Sprache und Körpersprache andererseits und die Frage von symbolischer Gewalt im Staatsverhältnis, das ist die dritte Ebene, die ich da durchgearbeitet habe. Bei Butler habe ich das Symbol eines Vierecks oder eines Rahmens gewählt, weil für ihr Konzept der Begriff der Rahmungen zentral ist. Sie selbst spricht überhaupt nicht von normativer Gewalt. Sie versucht sowieso, Begriffe nicht eindeutig zu definieren, sondern offen zu lassen, was auch ganz schön herausfordernd sein kann, und widmet sich intensiv der Frage nicht der Anerkennung, die bei Bourdieu wichtig ist, also das Anerkennen und Verkennen von symbolischer Gewalt, sondern der Anerkennbarkeit. Wie wird Anerkennbarkeit überhaupt erst hergestellt, diskursiv, um dann Legitimitäten von Gewalt auszuverhandeln? Und diese Rahmungen sind bei ihr sehr wichtig. Sie spricht da auch von Affekten und von, Rahmungen habe ich schon erwähnt, von Normen. Wie funktionieren diese Normen, um Anerkennbarkeit herzustellen, im Kontext auch von, ja, ich wiederhole mich jetzt, habe ich schon gesagt, der Verteilung von Legitimität von Gewalt oder Nicht-Gewalt. Und bei ihr am herausforderndsten war für mich die Frage des Zusammenhangs von Gewalt und Gewaltfreiheit, wobei sie spricht von Non-Violence, und ich denke, in der deutschen Sprache kann man das besser ausdifferenzieren in eine Unterscheidung von Gewaltlosigkeit auf individueller Ebene, Gewaltverzicht, wie Antke Engel das auch nennt, und einer anderen Ebene von Gewaltfreiheit in einem größeren gesellschaftlichen Kontext. Mit ihrem Fokus auf diesen Zusammenhang von Gewalt zweiter Ordnung, also damit werden aus vielen theoretischen Perspektiven die direkten Gewaltereignisse beschrieben, einerseits, und Gewalt erster Ordnung, also die dem Wissen selbst innewohnt. Dieses Zusammenspiel ist bei ihr ganz wichtig, und das wirft natürlich auch die Frage nach dem Gegenteil von Gewalt, nach der Nicht-Gewalt auf. Und es war für mich hier am herausforderndsten, aber auch am spannendsten im Hinblick dessen darauf, wie diese multiplen Gewaltverhältnisse, sie spricht von Modalitäten von Gewalt, wie die auch überwunden oder verändert werden können oder auch nicht. Nach diesem Durchgang durch eine ganz breite Begriffslandschaft epistemischer Gewalt und dann einem Abarbeiten an einem gewissen Kanon, zwar marginalisierten, aber doch Kanon in einer anderen Theorietradition, habe ich dann versucht, in einem abschließenden Kapitel Konturierungen vorzunehmen, wie epistemische Gewalt in einer verdichteteren Form beschrieben werden kann. Und hier komme ich wieder mit einem sehr mechanistisch, vermeintlich positivistischen Bild mit den Zahnrädern, die ineinander wirken, und verwende hier auch, das mag vielleicht überraschen, eine Dreiteilung, die doch recht konventionell ist, sozialwissenschaftlich gesprochen, nämlich in eine Mikro-, in eine Meso- und eine Makroebene. Und eine postkoloniale Relektüre dieser Dreiteilung habe ich von Manuela Boatka und Sergio Costa entlehnt, die ich sehr inspirierend fand, weil sie sagen, bevor wir überhaupt zu einer Dekolonisierung von irgendwas kommen müssen, vor allem in der Wissenschaft, müssen wir unsere eigenen Disziplinen
zurückverfolgen an diesen Colonial Turn. Also wie sind sie überhaupt kolonial geworden? Und dafür schlagen sie vor, die Konzepte, die wir haben, zu resignifizieren und mit neuem Inhalt zu füllen. Das habe ich einerseits versucht mit den weiten Gewaltbegriffen der vorgestellten AutorInnen, aber auch mit dieser methodologischen Perspektive auf den Zusammenhang zwischen der Mikro-, Meso- und Makroebene. Hier werden unterschiedliche Zugänge zu den unterschiedlichen Gewaltbegriffen nochmal verdichtet und ich habe diese drei Ebenen umgekehrt kombiniert mit der Kolonialität von Macht, Wissen und Sein, wobei die Kolonialität des Seins diese Mikroebene des Individuums betrifft. Also da geht es um die Erfahrung von Gewalt, von epistemischer Gewalt, sowohl im Erleiden, aber auch im Ausüben. Die Mesoebene habe ich zusammengepackt mit der Kolonialität des Wissens, also alles, was mit diesem Umschlagplatz von Wissen und Gewalt zu tun hat, also Institutionalisierungen, Konventionalisierungen, die ganze Frage von Wissenssystemen, Legitimation, Repräsentation, Darstellung, all diese Dimensionen arbeite ich da nochmal raus und verdichte sie. Und letztlich die Kolonialität der Macht, eine Makroebene, die sich jetzt nicht als Mega oder Meta wie bei Galtung versteht und auch nicht nur als Nationalstaatscontainer, wie die Politologen oder Soziologinnen das gerne verstehen, sondern eine Makroebene, in der genau diese globale Dimension im Lokalen, im Regionalen und auch im Nationalen immer mitgedacht wird. Und da gehören sozusagen alle diese Ebenen hinein aus den genannten Debatten, die zeigen, wie die Wissenschaften zentral geworden sind für politische Prozesse und umgekehrt und dass es sich hier um ein globales Verhältnis handelt. Gerade an dieser Makroebene ist besonders interessant, eigentlich auch wieder der Ausgangspunkt meiner Fragestellung, dass genau die Disziplinen, die eigentlich behaupten, sich mit Gewalt im globalen Verhältnis zu beschäftigen, nämlich Teile der Politikwissenschaft, insbesondere die internationalen Beziehungen oder auch Teile der Friedens- und Konfliktforschung, da ihre größte Leer- und Schwachstelle haben und das am wenigsten konzeptionalisieren können. Wie schon erwähnt, im Anschluss an Butler stellt sich natürlich die Frage, ja und was jetzt? Also wenn alles so gewaltdurchdrungen ist, wenn epistemische Gewalt so viele Facetten hat, sowohl als Gewalterfahrung als auch als Gewaltnormalisierung auf der Meso-Ebene und auch in dieser Gewaltordnung globalen Ausmaßes, was tun, wohin? Wie denken, wie handeln und ganz wichtig ist für mich in einem Ausblick, der noch nicht geschrieben ist, aber an dem ich weiterdenke und wo es sich auch weitergehen wird, ich denke gerade in der Friedens- und Konfliktforschung muss auch Gewaltfreiheit weiter gedacht werden, vielleicht nicht nur neu, aber auch weiter gedacht werden. Dieses Bild, das ich hier gewählt habe, ist dem Datum meines Habil-Vortrags geschuldet. Ich habe mich letztlich dann doch entschlossen, auf das nochmal zurückzugreifen. Das war nämlich einen Tag vor dem US-amerikanischen Thanksgiving. Und wenn man da ein bisschen recherchiert, es reicht eine oberflächliche Recherche eigentlich, sieht man, wo Thanksgiving eigentlich herkommt. Nämlich aus Begebenheiten als Siedler, europäische Siedler und Siedlerinnen in Nordamerika die ersten Winter zu überleben trachteten und es nicht ganz einfach war, in der sogenannten neuen Welt, waren es Indigene, die sie dabei unterstützt haben zu überleben mit Lebensmitteln. Und aus diesen Ereignissen ist eigentlich Thanksgiving geworden und Thanksgiving ist heute doch ein gewissermaßen Pass pro Toto auch für ein Selbstverständnis einer doch weißen US-amerikanischen Kultur und Dominanz. Und ich fand es sehr spannend, dieses T-Shirt da entgegenzusetzen, weil gerade in der Frage nach dem, wie kann man diese epistemische Gewalt jetzt bearbeiten, möglicherweise überwinden oder woanders hin verschieben, sprechen alle der genannten AutorInnen, die ich am Ende nochmal unter dem Aspekt zusammenführe, von einem Ringen, von Kämpfen, von einer Orientierung mehr oder weniger an sozialen Bewegungen, bis auf Bourdieu und Galtung, die halten eigentlich Intellektuellen für eher geeignet. Butler ist da etwas näher bei den sozialen Bewegungen, denke ich, und die gesamte Debatte über epistemische Gewalt mehr oder weniger ohnehin. Die sieht die Intellektuellen, die Wissenschaftstreibenden da eher als das, was Santos die Theorie der Nachhut bezeichnet. Ist natürlich auch ein militärischer Begriff, aber es zeigt ganz deutlich, dass es nicht darum geht, die nächste wissenschaftliche Avantgarde-Theorie zu betreiben, sondern dass Sozialwissenschaften insbesondere auch
eine gewisse Demut vielleicht wieder lernen müssen und soziale Prozesse besser und anders verstehen, ohne permanent Native Informants zu suchen, deren Wissen abzugreifen und dann zu theoretisieren, sondern auch deren Epistemologie, deren Wissensbestände, deren Weltverständnisse in anderer Weise ernst zu nehmen. Undoing ist der Begriff, den ich auch von Butler entlehnt habe, der bezeichnet, dass dieses Undoing, also der Versuch einer Gewaltreduktion und Minderung, immer auch in gewisser Weise ein Doing sein muss, wenn wir von dem, was Rolando Vasquez das epistemische Territorium der Moderne nennt, ausgehen. Nämlich, dass es eigentlich nicht möglich ist, sich jenseits dieser Verhältnisse, vollkommen jenseits dieser Verhältnisse zu positionieren, gewissermaßen in einem unschuldigen Raum der produktiven, kritischen, gewaltfreien und vielleicht sogar gewaltüberwindenden Wissensproduktion. Sondern natürlich, je weiter man Gewalt denkt und je mehr man diese Wissensdimension mit einbezieht, umso eher ist natürlich auch deutlich, dass man selbst mehr oder weniger in Gewaltverhältnisse verstrickt ist oder auch dazu beitragen kann, diese zu verstärken. Santos, den ich schon mal erwähnt habe, hat einen schönen Satz formuliert, den ich auch zitiere in meinem Buch. Er sagt so sinngemäß, die Moderne macht eigentlich einen Trick an den Intellektuellen. Sie erlaubt ihnen, mehr oder weniger revolutionäre Ideen zu entwickeln. Sie sorgt aber dafür, dass sie das nur in relativ reaktionären Institutionen tun können. Also ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass das eine revolutionäre Idee ist, sondern ich habe versucht, Gedanken weiterzutragen, zu verdichten und dem etwas hinzuzufügen. Aber wie viele von uns wissen, sind diese institutionellen Voraussetzungen, in denen wir arbeiten, durchaus welche, die mit Grenzen und mit Hindernissen einhergehen, was diese Frage von kritischer Wissensproduktion und von alternativen Wissensformen betrifft. Ja, ein kleiner Ausblick noch, was kann man jetzt eigentlich tun mit diesem Konzept? Das ist jetzt angelehnt daran, dass das Buch oder die Auseinandersetzung ja in erster Linie in die Wissenschaften zurück hineinwirken will. Und ich denke, egal wo in diesem Tortendiagramm man ansetzt, ist es verständlich, dass wenn man beginnt, Kernkonzepte eines Fachs oder auch einer Betätigung in einem anderen außerwissenschaftlichen Kontext zu hinterfragen, führt es zu einer Selbstreflexion. Es müssen Theorien verworfen und erneuert werden. Es können sich Arbeitsbereiche und Praktiken verändern oder sollen es tun. Es ist klar, dass sowas nicht monodisziplinär, sei es im wissenschaftlichen oder in einem professionellen Sinn, vonstatten gehen kann. Und es ist klar, dass die Auseinandersetzung mit epistemischer Gewalt auch keine reine binnenakademische oder binnenprofessionelle sein kann, sondern immer auch mit gesellschaftspolitischen Verhältnissen zu tun hat. Und nachdem ich jetzt schon sehr lang spreche und Sie alle überhaupt nicht mehr sehe in diesem Modus, möchte ich zum Schluss kommen, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag und für die sehr anschaulichen Erklärungen zu einem tatsächlich sehr dichten Inhalt. Das hat es auch sehr deutlich gemacht, nicht nur, wie du an einige der Fragen kamst, sondern auch, wie die Antworten teilweise geleitet wurden von der Fragestellung selbst, was für mich immer ein sehr entscheidender Schritt in einem Denkprozess ist. Je nachdem, welche Frage man stellt, können nur manche Antworten bei herauskommen. Ich möchte aber nicht einen Kommentar vorwegnehmen, weil wir dafür eine vorgesehene Sparte haben und einen vorgesehenen und angesehenen Kommentator. Also hiermit gebe ich das Wort an Aram Ziai. Vielen Dank. Ja, hallo. Herzlichen Dank, liebe Manuela. Herzlichen Dank, liebe Claudia, für die Einladung, dass ich hier einen Kommentar geben kann zu der Vorstellung deines Buches Epistemische Gewalt, Wissen und Herrschaft in der kolonialen Moderne. Ja, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich diesen Kommentar halten darf, denn ich halte eine Menge von diesem Buch. Ich glaube, dass es eben, wenn wir so in 10, 20 Jahren zurückgucken, so auf die Debatte um epistemische Gewalt, dann wird man sagen, yo, das war ein Meilenstein. Also ich habe zu dem Buch bereits ein Gutachten geschrieben und
Das ist ziemlich positiv ausgefallen, denn ich bin wirklich davon überzeugt, dass die Verfasserin hier einen überzeugenden, herrschaftskritischen, standpunktepistemologischen Beitrag leistet zu dem Zusammenhang von Wissen und Gewaltverhältnissen und speziell eben zur Theoretisierung von epistemischer Gewalt, der sich halt eben auch durch die Zusammenführung einer beeindruckenden Anzahl von wissenschaftlichen Arbeiten auszeichnet. Also der Bogen reicht, wir haben es ja schon mitgekriegt, von der eher praxisorientierten, politikberatenden Friedens- und Konfliktforschung über eben die gesellschaftstheoretischen Ansätze Galtungs und Bourdieus und einer langen Reihe von feministischen, post- und dekolonialen Autorinnen bis hin zu Konzepten der politischen Philosophie und den sehr reflexiven, abstrakten Überlegungen Butlers. Und in allen Bereichen hat Claudia Brunner unter Beweis gestellt, dass sie nicht nur über fundierte Kenntnisse verfügt, sondern dass sie auch in der Lage ist, eben auch komplexe Sachverhalte klar und verständlich darzustellen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, gerade jetzt so im Kontext der post- und dekolonialen Theorien. Und da hebst du dich, liebe Claudia, finde ich, sehr wohltuend ab, auch von so einem, von dem, was man früher an der Uni den Uni-Bluff genannt hat. Also einfach so ein bisschen Wortgeklingel betreiben, ohne das aber wirklich durchdrungen zu haben und ohne das dann halt eben auch klar begründen zu können, was man da gerade an Fremdwörtern benutzt hat und an komplexen Ausführungen zum Besten gegeben hat. Ja, ich glaube, ich halte das Buch halt eben auch deswegen für so wichtig, weil es Ihnen meines Erachtens sehr gut gelingt, in diesen Zusammenhang herauszuarbeiten zwischen moderner Wissenschaft und kolonialer Gewalt und eben darauf aufmerksam macht, dass eben das, was halt eben so am Beginn der Moderne steht, dass nach Descartes, ich denke, also bin ich, dass sich die Welt erschließende und vermeintlich autonome Individuum, dass das keinesfalls ein körper- oder ortloses Individuum ist, sondern ein maskulin und europäisch geprägtes Individuum, das halt eben mit einem bestimmten Blick auf die Welt guckt und mit einem Blick, der diese Welt sich eben nicht nur erschließt, sondern sie auch zerteilt und beherrschen will. Ja, und ich bin auch sehr angetan davon, dass hier so deutlich aufgezeigt wird, auch die eigene Verstrickung, auch die Verstrickung der kritischen Wissenschaft in Gewaltverhältnisse, dass das Herrschaftsförmige nicht nur etwas ist, was auf der anderen Seite steht, wo man mit dem Finger drauf zeigen kann aus einer vermeintlich reinen Position der weißen Weste, sondern wie du halt eben auch mit Butler sehr schön rausgearbeitet hast, dass es da eben genau diese Verstrickung gibt. Gleichzeitig wird aber auch die Alternative deutlich, und zwar in den Worten von Santos, die du eben erwähnt hast, eine Theorie der Nachhut, also eine Wissenschaft, die halt eben auch ein bisschen demütiger eben auch auf die soziale Wirklichkeit blickt und sich dann eben eher der Theoretisierung und Unterstützung der Praktiken von emanzipativen sozialen Bewegungen widmet. Ja, und natürlich das auch eben gefangen in Widersprüchen. Du hast es auch erwähnt, revolutionäre Ideen in reaktionären Institutionen. Das ist halt eben etwas, ich denke, das ist halt eben auch so die Herausforderung, die wir als kritische linke Wissenschaftlerinnen, der wir uns da halt stellen müssen, dass wir sagen, okay, wir möchten aber nicht einfach nur Wissenschaftlerinnen sein, sondern wir haben halt einfach diesen kritischen Anspruch, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes Wesen ist. Und das beinhaltet eben auch die Hinterfragung der eigenen Institution, Hinterfragung der eigenen Rolle und letztendlich eben mit diesem Bezug auf die sozialen Bewegungen auch die Frage danach, wie man Wissenschaft und politisches Engagement verbindet in einem Scholar-Activism. So, nun hast du vorhin aber eben was sehr Schönes gesagt, nämlich die Sozialwissenschaft darf sich nicht zufrieden geben mit bestehenden Konzepten, sondern muss sie weiterdenken. Wenn wir jetzt eben Claudia Brunners Konzept eben weiterdenken wollen, wie würden wir dabei vorgehen? Wie würden wir ihren Ansatz halt eben in Frage stellen? Welche Fragen wären das? Welche Gegenpositionen könnten wir einnehmen, nicht um das Konzept in Grund und Boden zu kritisieren, sondern um das Konzept zu schärfen? Ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, um mit der Autorin dieses, wie ich finde, großartigen Werks, aber auch mit der Moderatorin Manuela Boatka, hoffentlich, und hoffentlich halt eben auch mit einigen der anderen Anwesenden hier in einen Dialog zu treten. Denn so in der
täglichen Tretmühle des Wissenschaftsbetriebs passiert das eigentlich viel zu selten. Drei Fragen, die ich stellen würde. Also die erste wäre, brauchen wir nach der umfassenden Darstellung der verschiedenen Facetten symbolischer, kultureller, struktureller, normativer, letztlich epistemischer Gewalt, brauchen wir nicht doch vielleicht eine klare Definition, die es uns erlaubt, dieses Konzept auch sozialwissenschaftlicher handhabbarer zu machen? Also natürlich geht dies einher, wie in dem Buch auch herausgearbeitet, mit Eindeutigkeit und mit Ausschlüssen. Aber vom Poststrukturalismus her kommend würde ich ja sagen, ja, das tut es. Diese Ausschlüsse sind aber auch notwendig, unvermeidlich zur Gewährleistung einer funktionierenden Verständigung. Und ja, eine solche klare Definition macht sich natürlich eben auch immer angreifbar. Angreifbar, dass sie halt eben Sachen außer Acht lässt und kann somit herausgefordert werden, dass sie nicht gründlich genug ist, nicht sensibel genug ist, nicht präzise genug ist. Aber ich denke, dass es wäre in meinen Augen, oder ich möchte zumindest die Frage aufwerfen, wäre das nicht halt eben auch ein wichtiger Schritt, sich da angreifbarer zu machen durch eine klare Definition, das und das verstehen wir unter epistemischer Gewalt, also gegen Butler quasi diesen Schritt zu tun. Und würde das nicht möglicherweise auch einer kritischen Wissenschaft zugutekommen? Ich bin ja altphilologisch nicht so beschlagen, aber irgendjemand hat mir erzählt, Kritik kommt von einem Verb krinein, was unterscheiden halt eben auch heißt. Vermutlich auch noch einiges andere, so ist das eben, der Mehrdeutigkeit. Genau, also das wäre die erste Frage. Meine zweite Frage wäre, wir haben hier ja jetzt halt eben auch viel gehört über die Kolonialität von Macht, Wissen und Sein, die Kolonialität der westlich-eurozentrisch geprägten Moderne. Und nun würde ich fragen, inwiefern wir hier eben eigentlich eine Gegenposition haben zu vielleicht zwei anderen Konzepten. Also meine eigene kritische Sozialisation an der Uni fing an mit den damals noch viel verbreiteteren, scheint mir, populäreren Horkheimer, Adorno, Frankfurter Schulansätzen und der Dialektik der Aufklärung, die ja eigentlich gesagt haben, die Aufklärung ist eine dufte Sache, bringt uns ganz toll weiter in der Infragestellung, Delegitimierung und Bekämpfung von Herrschaft, aber sie schlägt halt eben auch um in ihr Gegenteil, weil sie halt eben auch, also insofern sie halt eben nicht selbstreflexiv die Herrschaftsmomente der Aufklärung, die Herrschaftsmomente eines Denkens, das halt eben das andere auch nur in Begriffen des eigenen konzeptualisiert, in die Betrachtung und in eine selbstkritische Betrachtung mit einbezieht. Da ist aber immer noch der Glaube daran, okay, die Aufklärung muss selbstreflexiv sein, aber dann schafft sie es, eben zur Befreiung beizutragen. Das wäre, ich denke, schon eben eine klare Gegenposition. Und Boaventura de Sousa Santos, den du ja auch zitiert hast, hat auch Horkheimer, Adorno gelesen. Und ich würde sagen, der formuliert da eine Position, die sich auch nochmal unterscheidet von dem klaren, von der klaren Haltung, die wir bei Mignolo, Grosfoguel und Maldonado Torres finden. Von der klaren Haltung, die sagt, diese Moderne ist unverbrüchlich mit der Kolonialität verbunden. Die ist mit der Kolonialität gewachsen und wir müssen diese koloniale Moderne überwinden. Santos würde sagen, naja, er hat in diesem Epistemologies of the South da sehr schön das herausgearbeitet. In dieser kolonialen Moderne gab es aber auch im Westen, in Europa, in der europäischen Philosophie Gegentendenzen, gegenhegemoniale Tendenzen, die eben auch eine andere Form des Wissens eigentlich sich zu eigen gemacht hatten. Also er bringt beispielsweise halt eben auch Cusanus, Nikolaus von Cusa da halt eben ins Spiel, die halt eben auch eine Form des Wissens propagiert haben, die die eigene Unsicherheit, die eigene Fehlbarkeit, die eigene Perspektivität eben auch nochmal viel stärker betont haben, als jetzt das, was in der kolonialen Moderne hegemonial geworden ist, nämlich genau diese kartesianische Gewissheit
des denkenden Individuums. Also, da meine Frage, welche Position scheint uns da am vielversprechendsten aus der Perspektive einer kritischen Theorie? Die Dialektik der Aufklärung, der Fokus auf die gegenhegemonialen Tendenzen in der kolonialen Moderne oder der Fokus auf die Kolonialität der Moderne? Dritte Frage, letzte Frage, dann komme ich auch zum Schluss. Ich habe mich bei der Lektüre des Buches jetzt in dem Vortrag kam der Aspekt nicht so deutlich zum Vorschein, an ein, zwei Stellen gefragt, ob wir nicht differenzieren müssen zwischen der Durchsetzung eines Wissens und der Übernahme eines Wissens. Also der Übernahme oder der Durchsetzung eben auch des Wissens der kolonialen Moderne oder der Disziplinen. Und da habe ich gedacht, okay, also da haben wir natürlich mit Foucault gelernt, naja, es gibt sowas wie Gouvernementalität, es gibt Technologien, die die Selbststeuerung der Individuen halt eben auch beeinflussen, sodass die Leute dann halt am Ende ganz freiwillig mitmachen bei der Herrschaft. Aber da frage ich mich, okay, wie halten wir es dann halt eben mit der Agency der Subalternen? Und da haben wir in postkolonialen Studien, also ich finde, wir haben auf der einen Seite den Pol, dafür steht Edward Said, der die Macht der herrschenden Diskurse beschreibt. Wir haben auf der anderen Seite Rumi Baba, der sagt, naja, herrschende Diskurse gut und schön, aber der zeigt halt eben auch sehr schön die Instabilität der herrschenden Diskurse auf und die Agency der Subalternen, die Aneignung herrschender Diskurse und die Einschreibung der unterdrückten Kultur in die dominante Koloniale. Spivak als eine Person, die halt natürlich beide Seiten auch sieht, die aber auch die Dilemmata eben von so einer Konstellation sehr schön herausarbeitet und die auch so der authentischen Stimme der Subalternen, die ihre eigenen Interessen vertritt, eine klare Absage erteilt. Und so vor diesem Hintergrund frage ich mich, wie halten wir es? Also das ist dann vielleicht so die Gretchenfrage linker Epistemologie. Wie halten wir es mit dem falschen Bewusstsein? Also können wir denen, die jetzt halt eben dieses koloniale Wissen oder die bestimmte Wahrheitsregime der kolonialen Moderne übernehmen, unkritisch übernehmen, können wir denen sagen, Leute, ihr seid gerade manipuliert? Oder, das wäre das andere Extrem, müssen wir sagen, naja, wenn die Leute eben diese Werte und diese Denkweisen übernehmen, dann ist es nicht an uns, das zu kritisieren. Das sind beides Positionen, die halt natürlich eine gewisse Berechtigung haben, aber natürlich auch problematische Elemente haben. Auf der einen Seite ignorieren wir die Agency der Subalternen, auf der anderen Seite ignorieren wir die Macht herrschender Diskurse oder die Ideologien und die Fähigkeit der Manipulation. Genau, also im Anschluss an das tolle Buch, was wir hier vorliegen haben, würde ich mir wünschen, ob wir diese Fragen vielleicht nochmal so ein bisschen anreißen können. Genau, aber das halt nur als Vorschlag, wenn das gerade langweiliger, abgehobener Kram war, dann können wir auch über was ganz anderes reden. Zum Beispiel, ob Odysseus das Wachs wirklich in den Ohren hatte oder genau nicht. Weil das meine ich noch irgendwie im Hinterkopf zu haben, dass er eigentlich irgendwie, weil er den Gesang hören wollte, sich hat an den Mast fesseln lassen, ohne Wachs in den Ohren zu haben. Aber das ist nur Fußnote am Rand. Okay, ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Aram. Oh, das war ganz viel Food for Thought. Und da würden wir wahrscheinlich noch viel mehr Zeit füllen mit der Beantwortung, ohne dass sich auch viele aus dem Publikum daran beteiligen. Deswegen würde ich vielleicht bitten, dass Claudia darauf reagiert und wir dann die anderen Antworten auch von meiner Seite vielleicht mit denen des Publikums vermischen. Aber bevor du das tust, Claudia, zu den Ausführungen von Aram gab es gleich schon eine Publikumsfrage. Julia Roth fragt uns, warum gegen Butler und nicht über Butler hinaus? Da ist auch schon gleich eine Fußnote zu der Frage. Vielleicht willst du das mit einbeziehen, Claudia. Bitte. Mhm. Danke, Aram, für deine differenzierten Kommentare, mit denen ich gut was anfangen kann und auf die ich versuche zu antworten, ohne alle Rätsel und Probleme zu lösen. Die dritte Frage, das ist Differenzierung zwischen Durchsetzung und Übernahme. Ich gebe dir recht, dass mein Fokus nicht die Agency jener im Blick hat, ganz zentral, von denen Santos spricht, mit der Theorie der Nachhut.
Und ich arbeite mich auch an drei gewissermaßen kanonisierten Stimmen ab. Und selbst die, die über epistemische Gewalt sprechen, sind jetzt keine subalternen Subjekte, sondern alles andere, sondern das sind wissenschaftliche Texte. Ich glaube, das, was meine Perspektive ist, eine andere, die das nicht unbedingt zum Ziel hat, nämlich das, was Gabriele Ditze und andere so schön Hegemonie-Selbstkritik nennen. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht darum zu sagen, Leute, ihr seid manipuliert irgendwo oder in der Gegenbewegung das Begehren zu entwickeln, wie komme ich jetzt zum genuinen anderen revolutionären Wissen, sondern den Blick auf das eigene zu wenden, im Sinne das eigene einer Wissenschaft, in der ich mich bewege, in der wir uns bewegen, die einen Kanon hervorbringt, die gewisse Arten und Inhalte der Lehre hervorbringt, der Selbstorganisation und von dort aus zu denken. Und ich glaube, deswegen ist der Blick auch nicht auf diese Agency in erster Linie gerichtet. Wo die Agency schon reinkommt, ist in diesem letzten Abschnitt, wo ich das ganz deutlich beschreibe, eben im Anschluss an, über Butler hinaus, dieses Ringen. Also dieses Ringen ist Agency, denke ich. Aber es ist die Hoffnung ist vielleicht nicht so groß, dass es jetzt anders und sofort und ideal gelöst wird, sondern dass dieses Ringen zwischen Gewaltverhältnissen und möglicher Gewaltüberwindung oder Minderung auf vielfältige Arten und Weisen passiert. Und da versuche ich, diese Stimmen nochmal zusammenzuführen, die auf unterschiedlichen Ebenen Agency sehen, aber in einer gewissen Bescheidenheit, ja, weil es einfach doch um ein dominantes Wissenssystem geht. Aber ich gebe dir recht, dass ich sozusagen, ich bin nicht radikal ausgegangen von den Gegennarrativen, sondern vom dominanten Narrativ. Ja, das ist eine Entscheidung, die gewiss meiner eigenen Sozialisation geschuldet ist und möglicherweise auch dem Genre, dass es mal eine Qualifizierungsarbeit war, eine Habil, was jetzt aber nicht so ein bewusster Prozess war, muss ich sagen, ja, sondern das entwickelt sich im Lauf einer Sozialisation, dass man ja auch gewisse Denktraditionen sich zu eigen macht und andere nicht so stark wahrnehmen oder auch nicht artikulieren kann oder im Sinn all dieser Autoren, die ich zitiert habe, nicht intelligibel machen kann. Also es wäre spannend, von einer Habil-Kommission der Politikwissenschaft der Uni Wien von radikal anderen Stimmen auszugehen, die ich jetzt nicht in einem schönen sozialwissenschaftlichen Design zu Native Informants gemacht habe und dann schön operationalisiert in Interviews wieder übersetzt in das, was meine Kollegen verstehen, zugespitzt formuliert. Also das eine. Also ich glaube, ich blicke woanders hin. Ich bin auch keine Horkheimer Adorno-Exegetin. Ich habe die Kritik aber auch schon oft vernommen. Und denke, ja, vielleicht ist das mit der dritten Frage verbunden im Sinne dessen, was Spivak sagt, rearranging desires from both ends. Also ich denke, dass ich eben an diesem Ende der Problematik versucht habe, was zu verschieben und Fragen und Problematiken aufzuwerfen oder aufzugreifen. Und ich denke, die Dialektik der Aufklärung reicht nicht. Also ich habe das durchaus gelesen, aber habe beschlossen, nein, ich will nicht die 700. Horkheimer Adorno-Exegese machen und dann drei postkoloniale Fußnoten dazu, sondern da will ich wirklich von anderen Stimmen ausgehen. Und deswegen bin ich eben nicht von Horkheimer Adorno ausgegangen, sondern von denen, die sagen, Aufklärung gut und schön, aber wir müssen woanders anfangen. Also den Zeitrahmen und die Perspektive habe ich da durchaus in eine andere Richtung verschoben. Und brauchen wir eine klare Definition? Ja, ich glaube, das kann strategisch durchaus nützlich sein. Ich habe das so formuliert, dass ich Konturierungen entwerfe, weil das ja eine Definition zu liefern ja auch in gewisser Weise wieder was sehr wissenschaftsgenuin Angreifbares ist. Aber ich liefere das gern noch nach und lese ein paar Zeilen vor, die gut nach Definition klingen oder sich als solche verstehen lassen. Ich wollte nur nicht meine eigenen Zitate in die Folien reinkopieren. Epistemische Gewalt, so die Definition von Claudia Brunner, bezeichnet jenen Beitrag zu gewaltförmigen gesellschaftlichen Verhältnissen, die im Wissen selbst in seiner Genese, Ausformung, Organisationsform und Wirkmächtigkeit angelegt sind. Damit meine ich nicht jegliche sich auf der Ebene des Wissens manifestierende Erscheinungsform, die in einen Zusammenhang mit direkt erkennbaren Formen von Gewalt gestellt werden können. Epistemische Gewalt ist, so Brunner weiter, Möglichkeitsbedingung, Bestandteil und Produkt der kolonialen Moderne. Diese Moderne ist keine genuin gewaltfreie, weil fortschrittliche, demokratische und wissensbasierte. Sie ist auf vielfältige Weise mit ihrer kolonialen Vergangenheit und der immer noch gegenwärtigen, sie konstruierenden und von zahlreichen Formen von Gewalt geprägten sogenannten Unterseite verbunden. Epistemische Gewalt ist nicht gleichmäßig über Strukturen, Institutionen, AkteurInnen und Diskurse verteilt. Sie bringt die Asymmetrien der kolonialen Moderne mit hervor und wird in ihnen wirksam. Deren zentrales Merkmal
ist die Trennung von Materialität und Sozialität einerseits und Erkenntnis und Erkenntnisproduktionsfähigkeit andererseits. Die Errichtung eines epistemischen und ontologischen Abgrundes, entlang dessen Ungleichheits- und Herrschaftsverhältnisse organisiert, legitimiert und naturalisiert werden. Epistemische Gewalt ist ihrer Ausbreitung und Allgegenwart zum Trotz nicht alles und jedes. Sie hat eine spezifische Herkunft, Europa, eine spezifische Geschichte, Kolonialismus und Kapitalismus, spezifische Funktionsweisen, Rassismus, Sexismus als Grundlage von globaler Arbeits- und Ressourcenteilung und bringt spezifische Subjekte hervor, die in diesen Prozessen in unterschiedlichen Positionen und Wirkungsgraden beteiligt sind. Epistemische Gewalt ist dementsprechend nichts Statisches, sondern stets in Bewegung. Und aus dieser Nicht-Statik und Bewegung habe ich abgeleitet, dass man mit Konturierungen eigentlich dem Gegenstand besser gerecht wird, als zu sagen, ich definiere. Aber letztlich denke ich, dass in dem, was ich jetzt vorgelesen habe, doch einige definitorische Elemente drin sind, mit denen wir weiterarbeiten können. Und die sich auch gut angreifen lassen. Vielen Dank nochmal, Claudia. Und bevor sich alle überlegen, wer zuerst die erste Frage stellen möchte und wie die Frage dann gestaltet ist, vielleicht kannst du, Claudia, schon mal im Hinterkopf haben, dass sich die eine oder andere Frage auf die Folien bezieht, sodass, falls du nochmal zuschaust, also ich finde es viel schöner, dich zu sehen, aber ich sage nur, falls was auf etwas, weil ich habe eine Frage im Hinterkopf, die ich damit verbinden würde, aber wir wollen natürlich das Publikum erst zu Wort kommen lassen. Ganz kurz nur, ich fand Arams sehr deutliche Frage nach den Möglichkeiten von Agency und von Repräsentation sehr wichtig. Und das, was du gerade noch gesagt hast, Claudia, mit der dynamischen Definition von epistemischer oder beziehungsweise mit der dynamischen Lage von epistemischer Gewalt, dadurch, dass sie nichts Statisches ist, hat mich nochmal daran erinnert, dass wir vielleicht diese Frage der Repräsentation auch nochmal zentral behandeln können, auch in dieser Diskussion, aber vielleicht auch in weiteren Diskussionen über das Buch. Weil ich fand, das, was Aram angesprochen hat, ist im Prinzip die zentrale Frage, mit der Said sein Buch Orientalism anfängt. Ja, er fängt mit einem Zitat von Marx an, aus dem 18. Primär. They cannot represent themselves, they have to be represented. Ja, da geht es um Bauernbewusstsein. Was heißt dieses, sie können sich nicht repräsentieren, sie müssen repräsentiert sein? Das Gleiche, was Aram gefragt hat, können wir ihnen sagen, können wir ihnen sagen, das setzt schon mal eine Dualität voraus, ihr seid manipuliert, wir sagen euch, dass das der Fall ist. Das setzt natürlich voraus, dass wir nur Modernität und Kolonialität haben. Wohingegen in den dekolonialen Diskussionen seit zwar nicht von Anfang an, aber eine ganze Weile schon die Rede davon ist, die Schrägstriche sind Modernität, Kolonialität, Dekolonialität. Und dass dekoloniale Bewegungen, dekoloniale Aufstände, dekoloniale Revolutionen zeitgleich mit Kolonialität, zeitursprünglich sind mit Kolonialität. In dem Moment, wo sich Kolonialität ausbreitet, breitet sich auch Widerstand aus. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Verinnerlichung von Rassismus, Sexismus und kolonialen Mustern gibt. Es heißt aber, dass diese Gleichzeitigkeit von Kolonialität und Dekolonialität auch, sich auch fortführt. Wir werden auch diejenigen haben, denen die Verinnerlichung dieser Muster nicht bewusst ist, aber auch auf beiden Seiten, Modernität und Kolonialität, diejenigen haben, die die ganze Zeit Widerstand geleistet haben. Das finde ich so, in dem Begriff von Dekolonialität ist auch noch viel mehr Agency drin. Das ist jetzt vielleicht dann noch ein Zusatz zu der ganzen Debatte. Ich weiß nicht, ob ihr was dazu sagen wollt oder wir gleich ins Publikum öffnen, weil die ganzen Leute hier seit einer ganzen Weile darauf warten, Agency zu demonstrieren. Insofern würde ich bitten, falls es Fragen gibt, ein Sternchen in Chat zu schreiben oder sich gleich per Wort zu melden. Ich sehe momentan erstmal nichts.
Ah, okay, da haben wir ja schon mal die Seiten im Buch zu der Definition von epistemischer Gewalt, genau. Und das Buch ist Open Access, das hätte ich gleich sagen sollen. Und da haben wir Maya Loh gleich mit der ersten Frage, bitte. Ja, danke nochmal für die tolle Buchpräsentation und auch die Kommentare dazu. Ich wollte kurz fragen wegen der reaktionären wissenschaftlichen Praxis, ob es da irgendwie ein breiteres Netzwerk gibt, das sich eben dazu bewegt, sich da mehr zu animieren. Also ich weiß, es gibt jetzt zum Beispiel diesen Blog Convivial Thinking oder es gab die Multiversity-Konferenzen, Tagungen in Asien, Südostasien besonders auch, oder das Meeting of Knowledges in Brasilien, in Kolumbien, aber ja, ich habe irgendwie nicht irgendwie aktuell was am Schirm, wo man sich besser auch vernetzen und mobilisieren könnte. Und da wollte ich nachfragen. Genau. Vielen Dank. Claudia? Ich bin da, glaube ich, die Falsche zu fragen, weil ich tatsächlich mit diesen Gegennarrativen nicht so nah befasst bin. Also ich weiß, dass es sie gibt, ohne selbst eingeklinkt zu sein, außer in geringerem Ausmaß eben in der herrschaftskritischer Friedensforschung, feministischer Aktivitäten oder Kontexte, aber jetzt so von wegen aus der Perspektive heraus wirklich andere Kontexte, würde ich Manuela und Aram bitten. Ich glaube, ihr könnt da mehr Konkretes sagen. Genau. Mein Hinweis wäre eben, dass ich denke, dass es diese Netzwerke gibt, aber je radikaler diese Netzwerke sind und sich artikulieren, umso unwahrscheinlicher ist es, dass diese Personen auch zugleich in konventionellen Institutionen verortet sind. Und das ist so die Problematik. Das meinte, glaube ich, Santos damit. Also der sagt ja nicht, dass es das nicht gibt, sondern dass eben in einer Universität in Deutschland oder Österreich es vergleichsweise schwierig ist, antidisziplinäre, antihegemoniale Wissensbestände langfristig aufzubauen und zu halten. Was wir sehen im starken Gegenwind, den Gender Studies haben, in den Mühen, die post- und dekoloniale Studien haben oder in den Abschleifungstendenzen, was dann wirklich kanonisiert werden kann, wenn sich kritische Bewegungen in die Institution hineinbegeben. Aber für Konkretes bitte gern ihr beide, da wisst ihr sicher mehr als ich. Danke dir. Aram? Ja, also vielleicht nur so ein paar kurze Stichworte. Es gibt natürlich noch die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, die versucht, da halt eben so eine gegenhegemoniale Organisierung auf die Beine zu stellen im deutschsprachigen Raum. Also auf globaler Ebene gibt es da natürlich auch noch eine Reihe von Initiativen, die Global Tapestry of Alternatives oder halt eben auch der vorhin schon genannte Blog Convivial Thinking. Ich habe in der Teilnehmerinnenliste gesehen, dass so der führende Kopf oder einer der führenden Köpfe von Convivial Thinking hier gerade unerkannt im Publikum sitzt. Vielleicht, also wenn Julia Schöneberg da irgendwie auch noch kurz was zu Convivial Thinking sagen könnte, die kann da bestimmt auch noch ein paar mehr von diesen globalen alternativen Netzwerken der Wissensproduktion erwähnen. Eins ist mir doch eingefallen aus meinem Arbeitskontext. Interessanterweise, die British International Studies Association hat in den letzten Jahren ein extrem lebendiges und rasant wachsendes Netzwerk hervorgebracht, nämlich die CPD Group, Colonial, Postcolonial, Decolonial Group. Und es ist wirklich außergewöhnlich intensiv und lebendig, wenngleich auch konventionell, epistemisch, monokulturell, akademisch. Aber dort gibt es ganz viele spannende Menschen und Themen und Dinge. Und die haben auch eine offene Mailingliste, in die man sich eintragen kann, auch ohne BISA-Mitglied zu sein. CPD Group, BISA, googeln und dann kommt man dorthin. Von meiner Seite würde ich erwähnen, dass es schon seit vielen Jahren die Decolonial Summer Schools gibt, die in Middelburg in den Niederlanden. Da ist aber genau die Problematik der Institutionen und der eigentlich fast prohibitiven Studiengebühren, die auch für so eine Summer School anfallen. Die sind von der Institution gefordert und nicht von der Summer School. Aber das ist jedes Jahr mit prominenten Vertreterinnen, Vertretern der Dekolonialität organisiert. Dann gibt es Decolonial Summer Schools in Barcelona und Granada, ebenfalls mit
führenden Vertreterinnen. Da weiß ich nicht genau, wie das institutionell geregelt ist, aber das sind auch Studiengebühren, die relativ hoch sind. Deswegen ist es fast ein Widerspruch. Wir wollen Dekolonialität lehren, aber der Zugang ist zumindest nur bedingt möglich oder halt mit hohen Kosten. Das war auch der Grund, warum wir die eine Summer School in Rumänien, in Siebenbürgen, in einem Dorf gegründet und fortentwickelt haben seit 2016. Das Dorf ist Telchu und nennt sich deshalb Telchu Summer Conferences und Telchu Summer Schools. Zusammen mit dem Kollegen und eigentlich aus dem Dorf stammenden Valer Simeon Kosma, dessen Idee das war, eben, dass man nicht große Universitäten dann immer als Orte der kolonialen Diskussion, gerade über das Bauerntum, über Ruralität und Modernität, wo haben wir angefangen, sondern dass man die Gespräche dort stattfinden lässt, an den Orten, über die man spricht. Und wir haben seitdem eine sehr internationale Studierendenschaft, aber auch einen Dozierenden-Korpus. Da kann ich auch alle nur dazu ermuntern, sich zu beteiligen, weil alles nur auf Solidaritätsnetzwerke basiert und auf staatlichen Geldern, die wir mal bekommen, mal nicht bekommen vom rumänischen Staat. Deshalb werde ich das auch gleich, genau. Ach, danke, Julia hat es schon reingeschrieben, Telchu Summer School dieses Jahr. Aufgrund von Corona keine Summer School, nur die Konferenz. Aber das Thema der Konferenz ist Decolonizing Revolutions, also passt ganz gut. Danke für die Vorlage, dafür Werbung zu machen. Herr Kritt, die Summer School in Kassel. Ja, genau. wollte Julia Schönberg noch was zu anderen Möglichkeiten sagen? Ich weiß nicht, ob sehe nicht alle, wer noch da ist und ob sie noch da ist. Ja. Ja, gerne. Ja, ich danke für die Blumen. Natürlich ist es bei einem Kollektiv so, dass es keine führenden Köpfe gibt. Von daher würde ich mich davon distanzieren. Wir sind gerade dabei, beziehungsweise wir haben uns irgendwie konstituiert, auch irgendwie mit dem Anspruch, nicht nur akademisch zu sein und eben auch, ja, viele von uns sind irgendwie Scholar-Aktivist und verstehen sich auch als irgendwie beides. Trotzdem fehlt uns in vielerlei Hinsicht immer noch so ein bisschen die aktivistische Perspektive. Und ich finde, das ist auch manchmal ein Problem, wenn man solche Themen einfach sehr, sehr rein akademisch angeht. Ich habe in Arturo Escobars neuestem Buch zu Pluriversal Politics, schreibt er von Meshworks of Solidarity. Und ich finde den Begriff einfach sehr schön. Er spricht nicht von Netzwerken, sondern von Meshworks, einfach dieses die Verwobenheit, die Verbindung, also nicht einfach nur Knotenpunkte, sondern eben Verbindungen und Verwobenheiten. Und wir sind quasi dabei gerade, das findet man auch auf der Community Thinking Website, so einen Tab zu haben von Meshworks of Solidarities, und haben auch jetzt gerade sowieso immer mal wieder auch Online-Treffen mit anderen Gruppen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was es so ein bisschen ausmacht, dass es nicht so irgendwie diese große globale Gruppe gibt, sondern einfach diese ganzen vielen kleinen Gruppen, die an vielen kleinen Orten irgendwie was tun und einfach miteinander in Verbindung sind. Und genau, konkrete Beispiele, The Global Tapestry, natürlich The Global Conferences of Alternatives, da sind auch viele, viele Leute drin aus verschiedenen Teilen der Welt. Dann gibt es jetzt in UK, glaube ich, hauptsächlich die Colonial Subversions und die Colonial Dialogues, sind auch zwei Gruppen, die in ganz ähnliche Richtungen arbeiten. Und einfach viele andere. Also wir versuchen quasi da einfach so die Verbindungen aufzubauen und zu halten. Und ich glaube, das wird dann quasi so dieses Meshwork irgendwann, hoffentlich. Super, vielen Dank. Gibt es aus dem Publikum Fragen zum Vortrag, zum Buch oder sollen wir uns, weil wir können uns wunderbar weiter unterhalten, wollen aber wirklich auch alle herzlich dazu einladen. Okay, eine Frage im Chat von Irmgard Klein. Von welcher Position aus, mit welchen ungewaltförmigen Begrifflichkeiten arbeiten Sie?
Gibt es auch eine Oberseite der gewaltförmigen Wissensaneignung der epistemischen Gewalt? Dass wir hier miteinander reden können, ist ja dem geschuldet, dass jemand mal herrschaftsförmige Denkformen, deren wir uns bedienen, konstituiert hat, die sie ja auch wunderbar reproduzieren. Danke für den klassisch strukturierten, spannenden Vortrag und die klaren PowerPoint-Folienvorlagen. Glauben Sie an etwas Gutes in dem verstrickten Schlamassel? Das sind natürlich sehr viele Fragen. Ja, bitteschön. Ich glaube, das siehst du auch, Claudia, im Chat, oder? Die Frage. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe es jetzt aufgemacht, weil es lange ist. Meine Position habe ich hoffentlich klar gemacht, dass im Buch auch klar ist, also feministische, post- und dekoloniale Positionen sind die, die mich insbesondere gespeist haben. Ich spreche von einer sich selbst als hoffentlich kritisch verstehenden Friedens- und Konfliktforschung aus. Gibt es eine Oberseite? Ja, also ich denke, dass das Normale, das Dominante ist das, was als die Oberseite verstanden würde, und dass die Unterseite müssen wir erst sehen lernen, also diese Zusammenhänge mit globalen langjährigen Verstrickungen von Sexismus und Rassismus und dieser kolonial-kapitalistischen Weltordnung. Ja, dass wir miteinander reden können, ist herrschaftsförmigen Denkformen geschuldet. Diese Debatte haben wir immer wieder, also zuletzt auch mit Studierenden in Klagenfurt. Einige sind auch da. Freut mich sehr, dass Sie mithören, mitdiskutieren, vielleicht auch, wo es um die Frage des Englischen geht. Ja? Also Englisch als Wissenschaftssprache ist ja gerade in diesen kritischen, herrschaftskritischen Traditionen total wichtig, dass sich Leute auch treffen und bündeln und Ressourcen bündeln können. Und immer wieder kommen wir an diese Grenze, ja, und was heißt das jetzt, dass wir uns genau ausgerechnet in dieser dominanten Wissenschaftssprache unterhalten? Ja, das ist eine Ambivalenz, der wir nicht auskommen, so leicht, aber die mitzureflektieren, ich auch in diesen sehr, sehr kritischen, selbstreflexiven Netzwerken, ich extrem wichtig finde, weil da natürlich auch immer wieder Ausschlüsse stattfinden. Und das betrifft natürlich auch die eigene Sprache, Fremdwortgebrauch, Länge der Sätze, sonstiges. Glaube ich an was Gutes, an die Energien, die Debatten immer wieder nicht produzieren, würde ich nicht sagen, aber ich denke doch, dass diese Debatten spannend sind, dass je herausfordernder sie sind, umso mehr auch rauskommen kann. Also insofern ist das Gute, dass wir jetzt da heute fast 100 Personen sind, die sich für das Thema interessieren und das in unsere Bereiche weitertragen, in welcher Form auch immer. Und das, ja, das, da glaube ich an das Gute. So, vielen Dank. Ich sehe zurzeit keine weitere Frage. Danke von Herrn Klein auch. Dann würde ich dich doch bitten, vielleicht nochmal zu der Folie mit den Bildern und Spalten, in denen verschiedene Sexismen, Genozide und Epistemizide stattfanden. Genau, epistemischer Rassismus, Sexismus. Fand ich eine wunderbare Illustration und habe du hast ja gerade auch die Form dessen, die vorgegeben ist, angeführt und dafür kritisiert, dass sie natürlich was vorgibt. In dem Beschreiben dessen, wie diese verschiedenen Genozide und Epistemizide zusammenhingen, kann man in so einer Form nicht drumherum, außer sie als parallel vorzustellen oder darzustellen und nicht als verbunden, bis auf die Transformation der Natur, die natürlich global ist. Da gab es aber natürlich gerade bei der sogenannten Blutreinheit in der iberischen Halbinsel, der Blutreinheitsdiskussion, gerade die Idee, dass diese Vorstellung auch in die Kolonien transportiert wird. Das heißt, es war eine Verbindungslinie. Dann schwarze Menschen Afrika ist natürlich erst dadurch entstanden, dass diese andere Differenz da war, sodass die Vorstellung, dass in Afrika schwarze Menschen leben, erst dadurch möglich wurde, dass eine Rassenkonstruktion dem vorhergegangen ist. Natürlich handelt es sich hier um eine PowerPoint-Folie. Wie trägst du diesen Verbindungen in dem Buch Rechnung, oder wie gelingt es dir, sprachlich das zu verbinden, was bildlich gar nicht gelingen kann? Wobei ich das trotzdem ein wunderschönes Bild finde.
Ja, ich versuche es tatsächlich so zu beschreiben, wie du, also das ausführlicher zu beschreiben. Ich habe das wirklich jetzt sehr, sehr verkürzt und zu beschreiben, wie das, diese wechselseitigen Legitimationsweisen auch in unterschiedlichen Kontexten verwendet wurden. Ein schönes Beispiel, das ich anführe, das mir untergekommen ist bei Federici, ist dieser sogenannte Hexenhammer. Dieses, heute würde man sagen, Folterhandbuch zur Verfolgung marginalisierter Frauen und anderer in Europa. Das ist kurz vor oder kurz nach 1492, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, erschienen. Und es sind tatsächlich wortwörtlich idente Formulierungen in diesem Hexenhammer zur Verfolgung von Menschen in Europa und in den Berichten von den Kolonisatoren, von frühen Kolonisatoren. Also die Arten und Weisen der Vernichtung und Disziplinierung von Menschen und der Verfolgung und auch der Gewaltpraktiken sind tatsächlich 1:1 nachlesbar in dem einen Folterhandbuch sogenannten und in Reiseberichten. Und Federici zeigt auch, und Merchant zeigt das schon viel früher, dass Descartes, Baudin und andere große Aufklärer Europas durchaus sich für sogenannte Hexenverfolgung ausgesprochen haben in ihren Schriften und auch sehr deutlich als Rassisten geoutet haben. Also diese Verbindungslinien sind an vielen Stellen sichtbar und das zeige ich in diesem Kapitel 2, wie das so zusammengeht. Also dann sprachlich, textlich gelingt es ein bisschen besser als visuell. Also ich aufzeichnen wäre besser, aber PowerPoint ist nicht so kreativ. Nee, zeichnen kann ich nicht so gut. Finde ich wunderbar. Ich wollte nur provozieren, damit wir auch mehr Lust auf die Verbindungen und Verbindungslinien noch im Buch bekommen. Aram hatte gleich eine Frage. Genau, wo du schon gerade bei dieser Folie warst, können wir die noch... Ups, die... ja. ja, wunderbar. Also meine Frage hierzu wäre, ob wir da nicht vielleicht eben noch auch noch was ergänzen könnten, ob das nicht thematisch auch reinpassen würde, wenn wir oben noch eine fünfte Säule hätten. Und es ist auch von Federici geklaut, das ist natürlich auch nicht von mir, aber die bezieht sich ja halt eben auch auf die Bauernkriege im späten Mittelalter, frühen Neuzeit, als auch eine Art von Klassenkampf, wo halt eben auch im Kontext der Pest, wenn ich das richtig im Kopf habe, Bevölkerungsknappheit entstand, das Lohnniveau in die Höhe ging und die Forderungen halt eben auch immer höher wurden, sodass dann halt eben die Eliten dann vielleicht halt auch hier zu einem fünften, also ich weiß nicht, Genozid kann man halt eben in diesem Zusammenhang eigentlich schlecht sagen, aber es ging ja schon auch einfach eben um massive Gewalt, um Massaker gegen eine aufsässig gewordene arbeitende Bevölkerung, die ja von Federici, also ne, was ja von Federici auch eben in genau diesen Kontext gestellt wird. Und dann könnte dann auf diesem Pfeil unten dann ja halt eben auch neben Rassismus, Sexismus auch noch Klassismus stehen und wir wären ganz toll intersektional mit dem Bild. Du hast total recht, Aram. Danke vielmals für den Hinweis. Also ich habe Federici geliebt. Also das Buch ist wirklich Caliban und die Hexe heißt das, wo ich da viel draus habe. Das ist wunderbar und zeigt das. Und ja, das ist sozusagen die Lehrstelle, die ich weitergetragen habe in einer starken Orientierung an Grosfoguel, der Federici nur 3 Zeilen widmet. Und ich habe Federici mit reingeholt mit der Hexenverfolgung, der sogenannten. Und diese Dimension müsste absolut als fünfte Säule drinstehen. Mhm. Weil sie das auch sehr schön beschreibt, wie das gleichzeitig diese widerständigen Prozesse gegen diese sich beginnende, durchsetzende kapitalistische Arbeitsweise und die Bauernkämpfe. Und da kann man durchaus auch von Genozid sprechen, denke ich, mit massiven Hunger und Gewaltexzessen. Mhm. Super, danke. Wird die nächste Folie sicher beinhalten. Ali, die Frage wäre, ob Klassismus in der Form durch das lange 16. Jahrhundert erst erfunden wurde oder das nur in einer anderen Form und zu anderen Zwecken betrieben wurde. Da kann man natürlich für Sexismus die gleiche Frage stellen, wobei es da eher doch viel mehr neue Elemente gab. Es hat ja nicht nur die Hexenverfolgung gegeben, nicht nur der Versuch,
dieses Wissen zu verdrängen, das Frauen hatten, Heilungswissen, Verhütungswissen, Reproduktionsmedizin insgesamt, sondern auch Frauen vom Erwerbsmarkt zu verdrängen. Und das ist natürlich sowohl eine Art von Sexismus als auch von Klassismus. Nur die Klassenkämpfe, wenn man Marx glaubt, gab es die schon immer. Die Frage wäre, ist das jetzt ein anderer Klassismus im 16. Jahrhundert oder nicht? Das, wir helfen dir überhaupt nicht, Claudia. Das macht die Folie dann sehr viel komplizierter. Aber ich finde auch nicht, dass unsere Aufgabe ist, irgendwas einfach zu machen, sondern zu zeigen, dass wir uns von einfachen Diskursen distanzieren wollen und dass die Welt nun mal kompliziert ist. Wir können schon so ein bisschen Ordnung reinbringen, aber wir wollen nicht klassifizieren, oder? Also klassifizieren. Nein, das war nicht intendiert, aber kam jetzt auch schon so raus. Weiß ich nicht, das ist jetzt auch eine offene Frage. Ich dachte nur, das 16. Jahrhundert, auch als langes 16. Jahrhundert, kann man an verschiedenen Stellen auch noch brechen. Und wo das gebrochen wird, ist die Frage, wo das Mittelalter entsteht, ob das Mittelalter nur eine Epoche Europas war oder der ganzen Welt und was dann die verschiedenen Klassenunterschiede in Europa damit zu tun haben, wie sich Klassenunterschiede reproduziert haben. Das ist natürlich wahrscheinlich nochmal eine Frage für auch ein anderes Buch und für eine andere Diskussion, aber so die Frage der Bourgeoisie, die überall gesucht wurde in kolonialen Kontexten, ja, ist natürlich auch entlehnt einer europäischen Realität, die es in der Form nur, also nicht mal nur in Europa gegeben hat, sondern wenn man so will, wahrscheinlich nur in Frankreich 1789 in dieser Form sich dargestellt hat. Und dann suchten alle nach revolutionären Bourgeoisien, die das genau das Gleiche, die das Gleiche vorbringen. Es gab aber andere Geschichten. Jetzt nur als Frage dessen, was Klasse bedeutet. Das ist natürlich alles im Kontext, im historischen Kontext und im kolonialen Kontext zwischen Moderne und Kolonialität möglich zu beantworten. Das war jetzt nicht eine Frage, die du beantworten solltest, aber kannst natürlich, wenn du willst. War jetzt aber nur wirklich ein Denkanstoß von Arams Kommentar. Ich denke, da gibt es andere Leute im virtuellen Raum, die das besser und vor allem historisch fundierter beantworten können. Da sind alle herzlich eingeladen, das zu tun. Es harren sehr hartnäckig sehr viele hier rum, aber ich sehe keine Frage. Insofern, wie gesagt, ich kann viele Fragen stellen, aber sie sind hier nicht zu hören. Ich versuche mal, doch, Adrian Neff, bitteschön. Ja, Herr Neff? Mikro, glaube ich. Ah, ja. Genau. Hallo, hören Sie mir alle? Ja. Okay. Ich danke für den Vortrag und auch für den Kommentar. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ich stamme von einem philosophischen Hintergrund und ich weiß, mit dieser Frage öffne ich eventuell die Büchse der Pandora, aber ich muss auch, ich stelle mir die Frage, ob man das auch wie man das vor einem ethischen Hintergrund betrachten muss. Denn wenn wir uns dauernd fragen, ob wir vor allem auch vor dem Hintergrund dieses postmodernen Ansatzes die Frage stellen, dieser Dezentralisierung, also wenn wir weggehen von dieser Europazentriertheit, müssen wir konsequenterweise auch davon ausgehen, dass unser ethisches Verständnis und auch unser menschenrechtliches Verständnis nicht absolut ist. Ich frage mich, wenn wir uns dauernd hinterfragen würden und keine absoluten Antworten zulassen würden, würde uns das nicht auch handlungsunfähig machen in Bezug auf gewisse Menschenrechtsverstöße, wie zum Beispiel die Frauenbeschneidung? Haben wir überhaupt ein Recht, in diesem Fall einzugreifen? Oder wäre es dann nur eine weitere Form des Eurozentrismus? Das ist tatsächlich eine sehr viel umfassende Frage. Mal sehen, wie wir uns schlagen. Claudia.
Ja, Sie bringen den, glaube ich, ein großes Unbehagen auf den Punkt, das ich sehr oft schon in der Friedens- und Konfliktforschung, auch in der feministischen Debatte gehört habe. Ich denke, das eine muss das andere nicht ausschließen. Es geht darum, die eigenen Grundlagen zu hinterfragen und trotzdem Handlungsoptionen weiter auszuloten, die aber nicht notwendigerweise die uns geläufigen sind. Also nicht zu akzeptieren, welche normalisierten humanitären Interventionen, Schutzverantwortung, andere Begriffe der Friedens- und Konfliktforschung in gewaltförmigen Verhältnissen aktiv sind, tätig sind. Und wenn wir jetzt bei der Menschenrechtsdebatte anknüpfen, ist der konventionelle Diskurs ein emanzipatorischer und ermächtigender, und ich will auch keinesfalls gegen Menschenrechte als Errungenschaft argumentieren, aber ich möchte daran erinnern, dass bei der Ausformulierung der Menschenrechte in ihren Anfängen weder rassifizierte andere mitgemeint waren, noch Frauen mitgemeint waren, noch nicht besitzende Menschen mitgemeint waren. Und diese Grundlagen unserer Wissens- und Politiksysteme gilt es zu hinterfragen. Und auf Basis eines Hinterfragens und einer, Feministinnen nennen das eine Strong Objectivity, also mehrere unterschiedliche Standpunkte und Verortungen in den Blick zu nehmen, bevor man zu einer Universalisierung kommt, das ist die Herausforderung. Und nicht einen partikularen, einzelnen Standpunkt zu einem allgemeinen zu machen und von dort aus zu sprechen und zu sagen, ich weiß, wie es anders geht, wie es besser geht. Das ist jetzt sehr allgemein, aber ich glaube, ja, ich belasse es jetzt mal dabei. Dankeschön. Jetzt hat Aram wieder eine Meldung oder eine Frage, ich weiß es nicht. Mikro. Genau. Ich würde da vielleicht auch noch darauf antworten, also auch auf die Gefahr hin, dass ich, naja, ich meine, das ist ganz gut, ich kann jetzt auch nicht mit Tomaten und Eiern beschmissen werden. weil ich würde schon sagen, also wenn wir unsere dekoloniale Kritik hier ernst nehmen, dann wäre es natürlich auch nur konsequent zu sagen, naja, was jetzt da als universelles Konzept der Menschenrechte uns serviert wird, das ist 1948 beschlossen worden von irgendwelchen Staatschefs zu einem Zeitpunkt, wo drei Viertel der heutigen Staaten einfach eben noch nicht existiert haben, die meisten, weil sie noch Kolonien waren. Das jetzt eben auf so einen Sockel zu heben, finde ich schon fragwürdig. Und da finde ich, da kann man schon sagen, also mit eben so ein paar Radikalinskis wie Gustavo Esteva, naja, warum sollen wir jetzt dieses eine europäisch geprägte Konzept der Menschenrechte eben als das Universelle begreifen? Wir haben in allen Kulturen halt eben irgendwie Vorstellungen von menschlichem, anständigem Verhalten. Und da sind jetzt die Europäer nicht die Einzigen, die jetzt eben auf die Idee gekommen sind, dass Menschen sich da halt eben gewisse ethische Standards halten sollen. So, das wär, also das jetzt mal so als der erste, ich sag mal, Schuss vor ein Buch. Und dennoch würde ich natürlich halt eben genauso anerkennen, dass dieses ursprünglich ein bisschen partikulare Konzept eben auch heute ein ganz positiver Bezugspunkt geworden ist. Also es gab früher halt eben auch mal eine radikale Kritik von Aimé Césaire und anderen, die gesagt haben, naja, was da jetzt im Zweiten Weltkrieg passiert ist, was im Holocaust passiert ist, ist eine ganz furchtbare Sache gewesen. Aber wenn wir uns den Kolonialismus angucken, dann ist das gar nicht so weit weg von dem, was jetzt eben Europäerinnen außerhalb von Europa eben mit Menschen in Afrika, Asien und Amerika auch gemacht haben, nämlich Völkermord begehen. So. Und vor diesem Hintergrund kann man natürlich auch nochmal irgendwie, und das ist der zweite Schuss von Buch, kann man halt eben auch nochmal fragen, okay, warum ist dieses Konzept der universellen Menschenrechte ausgerechnet 1948 verabschiedet worden und nicht vielleicht schon nach dem Völkermord in Deutsch-Südwestafrika oder nach den Völkermorden in den Amerikas? Hätte man ja auch mal auf die Idee kommen können. Kann man aber nicht. Ist kein Zufall, würde ich jetzt behaupten. So, aber nochmal halt eben so jetzt das Zurückrudern. Wenn sich aber jetzt Leute überall auf der Welt positiv beziehen auf dieses vielleicht ursprünglich von mir aus auch europäisch geprägte Konzept der universellen Menschenrechte und das für sich einfordern, also ne, Agency der Subalternen oder wie man halt es eben auch immer nennen will, und diese Menschenrechte für sich reklamieren, dann fände ich es natürlich auch total falsch, wenn man dann sagen würde, oh nee, das ist ja was Westliches,
da dürft ihr euch jetzt nicht positiv drauf beziehen, guckt doch lieber auf eure eigenen kulturellen Wurzeln oder sowas. Das wäre dann halt eben auch so ein statischer Kulturbegriff, wo also der dann ja auch emanzipatorisch sehr nach hinten losgehen würde. Deswegen. Aber das wäre jetzt so meine Antwort jetzt eben auf die Frage nach Universalität der Menschenrechte und macht man sich dann nicht eben total angreifbar gegenüber einem kulturellen Relativismus? Ich glaube, man macht sich auch aus einer dekolonialen Perspektive nicht unbedingt zwangsläufig angreifbar gegenüber einem kulturellen Relativismus der, ich sag mal, der Despoten, der Diktatoren. Aber die benutzen natürlich auch immer einen Kulturbegriff, wo halt irgendwelche Männer an der Regierungsspitze in autoritären Positionen definieren, was denn zu dieser Kultur gehört. Wenn man jetzt einen dynamischen, konstruktivistischen Kulturbegriff hat, der sagen würde, na gut, wenn in dieser Kultur es halt eben Menschen gibt, Frauen gibt, die die Beschneidung, Genitalverstümmelung schlimm finden oder Homosexuelle gibt, die offensichtlich eben auch ein anderes Verständnis von Sexualität haben, dann gibt es in dieser Kultur keinen Konsens mehr und dann kann irgendwelche autoritären Männer an der Spitze nicht ohne weiteres sagen, nee, in unserer Kultur hat das keinen Platz. Das wäre meines Erachtens halt eben nochmal so ein konstruktivistischer Kulturbegriff, der jetzt auch dem kulturellen Relativismus so den gefährlichen Zahn zieht. So, sorry, das war jetzt ein bisschen lang, aber ich finde es ein total spannendes Thema. Deswegen danke für die Frage. Vielen Dank, Aram. Nein, ich finde auch, das ist eine sehr wichtige Frage. Und wenn schon gewichtige Fragen gestellt werden, sollten wir ihnen auch den Raum geben und auch die Aufmerksamkeit. Ich glaube, ganz kurz, dass es beim Begriff der Menschenrechte wirklich auch darum geht, wer als Mensch galt. Und sehr viel von Kolonialität hat damit zu tun, Dehumanisierung zu normalisieren. Und da waren weder Frauen in den Kolonien noch alle, die nicht heterosexuell, heteronormativ lebten, nicht in der Definition dieser Menschheit einbegriffen. Das heißt, der Begriff der Menschenrechte ist an sich vielleicht kolonial geprägt, aber der Begriff des Menschen, der da drin steckt, noch viel mehr. Das ist aber natürlich auch eine sehr, sehr weite Diskussion. Wir haben noch 5 Minuten und eine weitere gewichtige Frage. Ich würde sagen, das ist die letzte Frage von Dani. Danke für den exzellenten Vortrag. Und Frage lautet, in meinem Verständnis ist die Dekolonialität eine Gegenbewegung zur Kolonialität, Modernität? Können Alternativen für eine pluriverselle Welt auch vom globalen Norden kommen? Und wenn ja, inwiefern? Vielen Dank. Ja, das ist eine Frage, die viele der Autorinnen in diesen Debatten umtreibt. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Haltungen. Die Autorinnen, auf die ich mich beziehe und wo ich mich auch einordnen würde, wäre zu sagen, es muss an vielen und an allen Orten geschehen, sich daran zu beteiligen, aber unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedingungen. Also auch ein Buch Epistemische Gewalt ist ein kleiner Beitrag, aber es muss sich herausfordern lassen von Gegennarrativen, die Aram angedeutet hat. Und ich kann in meinem Kontext, in meinem Umfeld, ich sage jetzt mal, pointiertere, radikalere, dekonstruktivere Gedanken einführen, versuchen, lebendig zu machen, anschlussfähig zu machen. Und ich denke, das ist meine Aufgabe an einer Universität in Europa, in Österreich. Es wäre jetzt auch für mich zu einfach zu sagen, ne, das soll man die sozialen Bewegungen allein erledigen. Trotzdem in voller Bescheidenheit dessen, dass die Intellektuellen nicht die Revolution zustande bringen werden, sondern dass die Musik tatsächlich woanders spielt. Aber ich denke trotzdem, dass, wenn man sich daran beteiligen möchte, es Wege gibt, das zu tun. Danke. Ohne immer wieder sich nur anzueignen und über andere zu sprechen, sondern im Versuch zu lernen und zu übersetzen für die Zielgruppen, mit denen man selbst zu tun hat. Wäre meine Antwort. Dankeschön. Kurz und kompakt und sehr gehaltvoll trotzdem. Aram? Ich glaube, das ist, also ich würde eine ähnliche Antwort geben. Ich denke auch, dass es wichtig ist, eben auch so die gegenhegemonialen Tendenzen eben auch im Norden zu sehen und da halt eben auch zu gucken, welche Alternativen, welche Widerstände, welche Proteste gibt es denn halt eben auch so da, wo man eigentlich eben den Westen verortet. Aber das heißt natürlich nicht, dass es
dass es da halt eben, also dass, ja, dass, dass eben letzten Endes eben die, die, die Rettung dann halt eben auch wieder aus dem Norden kommen kann. Ich denke, da sind viele Kämpfe an vielen Fronten zu führen. Wäre jetzt so die unbefriedigend allgemeine Antwort. Na, überhaupt nicht unbefriedigend, finde ich. Also ich hätte auch gesagt, wir dürfen nicht in die Falle tappen, zu glauben, dass der globale Norden der Ort sei, in dem nur weiße, heterosexuelle, christliche Menschen leben, die Macht ausüben. Und das würde es natürlich verhindern, dass solche Alternativen für eine pluriverselle Welt aus dem globalen Norden kommen. Aber der globale Norden ist nicht homogen und der globale Süden ist nicht homogen. Sie sind Kategorien, die uns helfen, etwas von der politischen Ökonomie einer kapitalistischen Welt zu verstehen. Aber sie sind keine absoluten Grenzen. Und da sind natürlich Kämpfe auf beiden Seiten. Beide Seiten sind sowohl postkolonial als auch haben dekoloniale Momente. Und natürlich können und sollen Alternativen hier mitgedacht werden. Aber dann würde ich den Fokus auf das Mit, also mit und nicht über, mit und nicht für die anderen denken und kämpfen, sondern tatsächlich Allianzen bilden, anstatt Lösungen vorgeben zu wollen oder Alternativen. Ja, wir haben fast das Zeitlimit erreicht und wir wollen den Abend aller geduldigen und geschäftigen Teilnehmenden nicht überstrapazieren. Aber wir haben uns sehr, sehr gefreut, wenn ich das im Namen von Claudia Brunner und Aram Ziyai auch mit erstmal sagen kann, dass so viele so lange durchgehalten haben und heftig mitdiskutiert haben, schriftlich oder verbal. Und möchte allen bedanken dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, dafür, dass sie mitgemacht haben, aber in erster Linie an Frauensolidarität, an Claudia Brunner, an Aram Ziyai und an alle, die jetzt noch nach 2 Stunden dabei sind. Jetzt die letzten Worte sollten eigentlich Star des Abends und Kommentator haben. Bitte schön, ihr könnt wählen, in welcher Reihenfolge. Vielleicht Aram noch und dann Claudia als krönender Abschluss. Ich habe da gar nichts Kluges weiter beizutragen, sondern möchte mich einfach nur bedanken für die tollen Beiträge, für die schöne Präsentation und für die wichtigen Punkte, die eben auch nochmal in der Diskussion aufgeworfen sind. Dankeschön. Claudia? Schließe ich mich an, euch beiden fürs intensive Mitdenken diskutieren, an alle fürs Dabeibleiben. Noch einmal explizit an Levke Haders, die auch dabei ist, die gesagt hat, als das Buch ist im April im Corona-Loch erschienen und sie hat gesagt, mach doch eine Online-Buchpräsentation. Und ich habe mir das überhaupt nicht zugetraut. Und dann gab es 3 Monate Online-Teaching. Und dann hat Julia Roth, die glaube ich auch hier war oder ist, ihr Buch über Right-Wing Populism and Gender mit Gabi Dietze vorgestellt. Und das gab mir dann so die Idee, ja, es ist möglich und es ist sinnvoll. Und ich fand es dann doch ein schönes Format, trotz anfänglichem Widerstand. Und nochmal herzlichen Dank auch an die Frauensoli und an die Dani Baumgartner, die das mit mir gemeinsam jetzt auf der Orga-Ebene oder die vor allem auf der Orga-Ebene das organisiert hat. Und ich denke, wir werden uns bemühen, die Anregungen aufzunehmen. Sie schreibt auch gerade, dass das gesammelt wird und auf frauensolidarität.org werden Ressourcen zu finden sein. Und wenn wir es hinkriegen, einen schönen Zusammenschnitt der Aufnahme zu machen, dann wird es vielleicht auch bei der Frauensoli, weiß ich nicht, aber auf meiner Website auf epistemicviolence.info sicher auch verfügbar sein. Und ja, ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend und ja, Dankeschön an alle. Lesen Sie das Buch, kaufen Sie das Buch, ist Open Access, lesen Sie nach, fragen Sie weiter. Genau, man muss nicht mal kaufen. Wer auch ein Buch so in echt fürs Regal haben möchte, der Transkript Verlag schickt auch ganz unkompliziert Bücher, wenn jemand Lust hat, eine Rezension zu schreiben und ja, oder in die eigene Bibliothek organisieren an der Uni, wenn man an der Uni ist. Ja, und ich finde es total schade, dass ich jetzt nicht mit euch und Ihnen noch einen Heben gehen kann. Und werde das mit einer Freundin, die auch anwesend ist, noch nachholen. Und wir werden ja, das in kleinem Rahmen nachfeiern. Und danke. Cheers. Cheers. Tschüss. Dani, möchtest du noch was sagen? Ja, also es
Tut mir leid, falls das, wir haben nicht so genau darüber gesprochen, wo was veröffentlicht wird tatsächlich. Ich nehme das vielleicht wieder so halb zurück und werde auf jeden Fall auf der Homepage dann den Weg zu den Veröffentlichungen publik machen. Genau. Mhm. Ja, danke den DiskutantInnen und den ZuhörerInnen. Ich fand es sehr interessant, sehr toll. Vielen Dank.